Ich kann die Toilette bedienen. Gibt es einen Erfolg dafür? Ich habe die Toilette bedient. Ja, es gibt keinen Erfolg. Schade. Vielleicht, weil ich vorher nicht auf Toilette war. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Unpacking. Beim momentanen irgendwie Lieblingsspiel, gerade so zum Let's Playen, macht es total Spaß. Ich bin so gespannt auf die nächste Folge, dass ich mir gedacht habe, ich muss schon wieder aufnehmen. Es tut mir ja leid, ja. Momentan gibt es sehr viel von dem Spiel, weil ich da irgendwie immer so Bock drauf habe. Ich habe jetzt extra zwischendurch nochmal Ranch Simulator aufgenommen, damit ihr auch nochmal so ein bisschen befriedigt werdet. Und das, was ich eigentlich als nächstes nochmal aufnehmen müsste, wäre entweder Hausflipper oder Tierheim Simulator. Wobei ich auch noch ein bisschen Bock habe auf Two Point Campus. Aber es kam so mittelmäßig bei euch an, aber irgendwie habe ich da auch riesig Bock drauf. Naja, also wir gehen jetzt auf jeden Fall weiter in unserer Story und ich habe richtig Bock, mir wieder was zurechtzuspinnen. Und zwar geht es weiter im Juli 2018. Beim letzten Mal haben wir ja festgestellt, dass wir offensichtlich mit einer Frau zusammen sind. Also haben wir vielleicht damals irgendwie so eine schlechte Zeit gehabt, weil wir eigentlich auf Frauen stehen. Ich meine, es kann ja auch sein, dass wir auf beide stehen. Ich weiß es nicht genau. Dass wir halt irgendwie mit dem Mann zusammen waren und dann irgendwie so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass wir dann irgendwie keine Lust mehr hatten auf Männer oder... Manchmal weiß man ja nicht, wo die Liebe hinfällt. Vielleicht war es auch einfach so eine tolle Frau, dass wir gesagt haben, die ist es jetzt. Und ich glaube, also ich vermute, dass wir mit der vielleicht in eine größere Wohnung umgezogen sind. Kann ich die... Ich kann die anmachen? Oh, kann ich das aufmachen? Oh Mann, schade. Kann ich das zumachen? Nee, auch nicht. Wir machen erstmal eine Hausführung, würde ich sagen, oder? Gehen wir einmal mit euch durch die ganzen Zimmer. Vielleicht kann ich auch hier nochmal raufklicken. Da können wir dann generell sehen, wie viele Zimmer es gibt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moment mal, aber hier können wir nicht rein, ne? 6. Geht's da noch raus? Auch nicht. Ah, ich glaube, das ist dieser Eingangsflurbereich oder sowas. Also es wird ordentlich was zu tun geben, ne? Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es eine etwas längere Folge wird. Warte mal. Hä? Okay. Wait. 1, 2, 3, 4. Hier gibt es nochmal 4 Zimmer. Und oh, was sehen wir? Wir sehen ein Kinderzimmer. Was soll das denn sein? Ein Ankleideraum vielleicht? Schlafzimmer, Badezimmer, Esszimmer, Küche, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, noch eine Toilette. Und boah, das ist echt groß. Also wir haben offensichtlich jetzt ein bisschen mehr Geld als vorher. Wir schauen mal weiter. Das, denke ich mal, ist ja wohl das Wohnzimmer. Hier sind nicht ganz so viele Sachen. Vielleicht haben wir einfach auch nicht so viele Sachen und die verteilen sich jetzt auf weniger, mehr Zimmer, nicht weniger Zimmer. Ah, genau. Das hier ist unsere Eingangsgarderobe, unser Eingangsbereich mit der Garderobe. Hier geht es dann nach oben in den nächsten Stock. Hier geht es wahrscheinlich nach draußen. Hier geht es dann schon hoch. Das ist das Bad. Hier ist eine Tür raus. Ist das vielleicht ein Schal? Es ist kein Schrank, sondern es ist eine richtige Waschküche. Ulala. Ja, stimmt. Sowas hatten wir vorher halt gar nicht. Ach, das kann ich wieder öffnen. Perfekt. Das auch? Ja. Das finde ich immer sehr gut, wenn man hier Dinge öffnen kann, anmachen kann. Vielleicht kriege ich auch wieder irgendeinen Erfolg. Ich kann die Toilette bedienen. Gibt es einen Erfolg dafür? Ich habe die Toilette bedient. Ja, es gibt keinen Erfolg. Schade. Vielleicht, weil ich vorher nicht auf Toilette war. Mein Gott, wie lange zieht die denn ab? Nächstes Zimmer. Das wird voll. Okay, das wird voll. Hier hinter ist auch noch ein Schrank. Ich glaube, da kann man auch noch irgendwas reinpacken. 2 richtig fette Kleiderstangen. I love it. Das ist unser Schlafzimmer. Das ist wieder relativ wenig. Ja, wir haben ja auch keinen Platz. Ne? Wo soll man hier irgendwas hinstellen? Ich weiß es nicht. Ich bin immer so ein bisschen doof hier im Bild, habe ich das Gefühl. Aber ich kann da nicht, ich kann irgendwie nicht woanders hin. So könnte ich machen. Muss ich mal zwischendurch immer dran denken. Ich würde so gerne hier auf, zu. Nein, aber das hier geht wieder. Das ist jetzt besonders spannend. Das ist das Kinderzimmer, ne? Hier gibt es einen Wickeltisch. Also haben wir ein Kind. Vielleicht gibt es ja auch neue Bilder. Und hier ist sehr viel. Naja, also im Vergleich zu den anderen Sachen sehr viel, was wir auspacken können. Wir haben auch einen Garten. Na, guck mal, hier kann man rausgucken. Und eine sehr, sehr schöne Motivtapete für das Kind. Mal gucken, ob es Mädchen oder Junge sein wird. Vielleicht können wir das ja auch erkennen. Vielleicht ist es auch noch gar nicht da. Aber doch, ich denke, es ist wahrscheinlich da. Wahrscheinlich ziehen wir deswegen auch um, weil wir keinen Platz mehr hatten. Hier ist noch so eine kleine Gästetoilette. Auch hier ziehe ich mal ab. Vielleicht gibt es da ja dann irgendwas. Schade, auch da nicht. Hier gibt es auch nicht ganz so viel einzuräumen. Mein Gott, ich warte nochmal, bis der eben gerade fertig abgezogen hat. Ewigkeiten später. Ich gehe jetzt einfach. Oh Gott, hier ist es ja auch richtig voll. Und unsere Pinnwand hier, die ist auch ordentlich durchlöchert. Also da sind hoffentlich sehr, sehr viele neue Bildchen drin. Das finde ich ja cool. Ah, und hier meine Freundin, die hat draußen richtig cool Platz, jetzt mit ihren Blümchen zu arbeiten. Da ist nämlich auch ein Sack mit Erde. Und hier sind auch ganz viele, sieht fast aus wie Buchsbäume oder so. Die kann sich jetzt da richtig ausleben. Das ist unser Esszimmer. Mhm, hier gibt es dann wieder andere Sachen. Auch hier hängen wieder Blumen. Richtig schön. Hier geht es bestimmt auch raus, könnte ich mir vorstellen, so in den Garten. Da ist die Küche. Oh, die ist aber schick. Ja, da haben wir hoffentlich auch mal richtig Platz für unsere ganzen Töpfe. Alter, das ist ja richtig viel. Oh Gott. Na gut, dann legen wir mal los, oder? Wir fangen direkt hier im Wohnzimmer an. Ich finde, da gehört immer eine Blume drauf. So auf dem Tisch. Das ist sehr dekorativ.
Mal gucken, was jetzt hier wieder kommt. Ach Gott, wir haben ja wieder zigtausende von denen. Oh, nee, warte mal. Das ist aber nicht... Ja, das ist von der Größe her ganz cool. Also entweder tun wir hier das rein oder da oben. Da oben fände ich das auch schick. Aber hier ist genau die Höhe. Komm, wir machen das hier rein. Das ist auf jeden Fall ein PC-Spiel gewesen. Das ist unser Speicherstandspiel. Das tue ich, glaube ich, dorthin. Oder hier unten. Da ist auch ganz cool. Mal sehen, ob es da erlaubt ist. Das sind jetzt wieder unsere Horrorsachen, unsere Horrorfilme. Ja, unsere Freundin, die mag ja solche Sachen. Horror, Aliens und so. Naja, passt ja eigentlich auch ganz gut zusammen. Das sieht ja aus wie so ein Agentenspiel. Agentenfilm. Ja, irgendwie sind wir auf jeden Fall nicht so Fans von Romanzen, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber ich glaube, das ist wieder dieser Hochzeitsfilm. Den kennen wir schon. Das ist... Ja, kenne ich auch. Diese ganzen alten Filme nehmen wir immer wieder mit. Oh, das ist aber richtig Horror. Moment, das ist aber ein... Das ist ein Buch, ne? Ja, das ist ein Buch. Das kommt nicht hier rein. Das kommt nach da oben. So. Das ist wieder dieses mysteriöse, weiß ich nicht was, Buch. Das passt, glaube ich, auch. Das wechseln wir mal durch. Das kommt hier an den Rand. Das ist wieder ein Horrorfilm mit irgendeinem Werwolf oder so. Ich habe jetzt hier leider, muss ich ja gestehen, Spiele und Filme gemixt. Ist das schlimm? Ich kann das ja manchmal auch nicht so richtig zuordnen. Das würde ich vielleicht da so reinlegen. Das ist unsere kleine Spielkonsole. Und da, ach so, Moment, das könnten ja eigentlich auch Spielkonsolen-Spiele sein. Kann ich dir nicht so, warum, hä, die passen doch voll gut eigentlich hier hin, oder nicht? Ja, ich bin nicht so überzeugt, tatsächlich. Kann ich ja, glaube ich, nicht so hochstapeln. Ich bin ein Hochstapler. Naja, also wenn, dann muss das ja hier irgendwo hin. Ja, also tun wir es mal nach da unten. Das ist, glaube ich, auch wieder was für unsere Spielekonsole. Hört sich definitiv so an. Die legen wir mal entweder wieder hier unten hin. Doch, ja. Da finde ich sie gut. Noch ein Spiel. Also ich glaube, wir sammeln jetzt solche Spiele. Nee, das ist aber wieder sowas hier. Das gehört wieder nach dort. Das ist irgendwie alles durcheinander, was ich hier mache. Ich bin irgendwie nicht ganz so happy, aber ich kann es ja nicht so richtig auseinanderhalten, ob das jetzt Spiel ist oder Film. Das hört sich hier noch anders an. Was ist das denn? Ist das vielleicht wieder sowas hier? Oder? Nee, das hört sich genauso an. Oh Mann. Okay, ich mache es jetzt von der Höhe abhängig. Ich tue jetzt die von der Höhe, sortiere ich einfach alle so nebeneinander. Ja, genau. Guck mal, dann haben wir wenigstens so ein bisschen Ordnung, wenn wir die dann alle nebeneinander stellen. Weil dann sind das andere bestimmt DVDs und das hier sind Computerspiele oder sowas. Das dann nach unten. Wenn wir noch was haben, kann ich das, glaube ich, auch stapeln. Oje, meine. Ich glaube, jetzt wird es gleich problematisch, weil wir keinen Platz mehr haben. Hä? Das gehört doch nicht nach hier. Das gehört doch in die Küche. Hatte das keinen Platz mehr? Hey, wieso? Oh mein Gott, das wird, glaube ich, richtig voll. Kann ich das vielleicht sogar hier draufstellen? Ich stelle es erstmal dahin. Ich glaube, das bleibt nicht da. Aber okay. So. Erster Karton leer. Warum ist eigentlich dieser Karton weiß? Hat das irgendwie eine Bewandtnis? Ja, das sind wieder meine Deko-Sachen. Die kommen natürlich wieder oben drauf. Diese kleinen Blumendöschen. Ah, das sind vielleicht gar nicht so Sachen für Milchzähne, sondern vielleicht sind das auch... Was ist denn jetzt passiert? Vielleicht sind das... Ich habe irgendwas gedreht. Hä? Das ist ja voll schön. Vielleicht sind das Samen? Kann ich das auch... Ich kann das umdrehen. Oha. Hä? Das ist ja mega süß. Ich habe die aufgemacht, glaube ich. Aber warum kriege ich da keinen Erfolg für? Ich finde das gut. Ich habe das entdeckt. Hallo, ich möchte bitte einen Erfolg haben. Dahin. Das ist schön. Ja, das ist ein schönes Bild. Und das möchte ich so gerne hier unten hinlegen, aber das geht natürlich wieder nicht. Aber da eventuell. Wenn jetzt hier nicht noch irgendwas kommt, was wieder meinen Platz versaut. Vielleicht können wir das daneben legen, wenn da nichts kommt, was ich da irgendwie noch brauche. Oder sonst zur Not auch wieder hier hin. Ich versuche das so leer wie möglich zu halten. Ja, guck mal. Das passt doch nebeneinander. Oder das. Ja, so rum bitte. Mein DVD-Player. Fernbedienung legen wir natürlich wieder hier hin. Das kann weg. Schön. Ja, für ein paar Bücher wäre ich jetzt noch offen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben sehr viele Bücher dagelassen. Das ist unser beschützendes Auge. Wohin damit? Eigentlich hätte ich das gerne so über der Tür, ne, damit keine bösen Geister reinkommen. Aber vielleicht machen wir es hier hin. Eventuell kann ich das sogar auch... Moment, kann ich das vielleicht über die Haustür rüber machen? Nee, schade. Hier finde ich es nicht gut. Okay, dann geht's wieder zurück. Naja, so vom Ding her sah es ja auch nicht schlecht aus hier. Okay. Ah, das Kissen haben wir sogar mitgenommen. Ah ja, stimmt, ist ja auch wieder die gleiche Couch. Dann brauchen wir bestimmt noch gleich unsere Decke. Sollen wir das oben drauf stellen oder eher so hier? Ich stell's mal erstmal hier hin. Weiß noch nicht, ob ich das will. Warum haben wir einen Stock? Wir hatten beim letzten Mal schon mal einen Stock. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Kann den noch nirgends hinlegen. Ich leg den erstmal auf den Fußboden, weil wenn, dann würde ich den ja hier in den Eingangsbereich stellen. Ich hoffe, dass wir unser komisches Dings da, unseren Korb wieder mitgenommen haben. Ist hier so ein kleines Spiel. Da war dann McDonald's M drauf? Nee, oder? Hä? Wenn ich das so hinstelle, sieht das so aus. Komisch. Der wunderschöne Kopf. Beim letzten Mal fand ich den auch so wunderschön. Den müssen wir uns unbedingt hier hinstellen. Ja, das ist eher so mein Ding, ne? Hier, ich mag ja so außerirdische Sachen und sie mag so, naja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht so genau, was sie mag. Zweites Kissen.
Ja, jetzt haben wir hier eine Gießkanne, aber keine Blumen. Kommen denn die noch vielleicht? Ach doch, hier ist ja eine Blume. Da vielleicht hin? So, meine Blumensachen. Und dann sind wieder hier diese Bierdeckel oder Untersätze auf jeden Fall. Wir müssen ja kein Bier trinken, wir können ja was anderes trinken. Nein, ich wusste es. Jetzt ist es voll. Ah, nein. Ja, hier noch Computerspiele. Das kann man stapeln. Jubble, nicht Scrabble, sondern Jubble. Okay. Oh, es ist gleich voll. Ich will nicht mehr. Es reicht, es reicht. Ist das neu? Das ist neu. Sieht aus so wie ein Detektivding. Ist das eine Lupe vielleicht? Oder Tennis? Haben wir nicht mal Tennis gespielt oder sowas? Nee, wir haben Fußball gespielt. Vielleicht haben wir auch wieder irgendein neues Hobby. Wo ist eigentlich meine Ukulele gewesen? Oh nein, ich habe gar nicht mehr Ukulele gespielt beim letzten Mal. Habe ich das Hobby vielleicht aufgegeben? Das wäre voll traurig. Naja, aber ist ja manchmal so, ne? Dass man dann leider aufhört, habe ich ja auch gemacht. Nein, es ist voll. Ah, okay. Das heißt, die Spiele müssen woanders hin. Nun gut, was tun wir mit den Spielen? Vielleicht hier oben drauf? Oder wir tun das oben drauf und dann die Spiele da oben rein? Dann ist das eher so dekomäßig oben. Ich guck mal. Hey, warum habe ich das jetzt weggetan? Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte das dahin tun. Ah, passt perfekt rein. Okay. Ja, dann ist das hier erst unsere Sammlung. Ein Spiel würde vielleicht noch drauf passen. Mein Gott, wir hängen den ganzen Tag nur vom Fernseher, glaube ich. Vom Fernseher oder vor der Spielkonsole. Halleluja. Oder am Spieletisch. Was? Azores. Azores. Na, what? Warum passt das denn jetzt nicht übereinander? Das und dann vielleicht das oben da? Ja. So passt es. Schön. Boah, noch eins. Na gut, dann haben wir hier oben unsere Spielecke. Finde ich eigentlich doof, weil eigentlich hätte ich jetzt rückwirkend das lieber hier unten gehabt. Aber jetzt habe ich damit schon angefangen mit dem Ding hier. Deswegen muss ich da jetzt leider bei bleiben. Sonst hätte ich hier oben eigentlich die Filme hingemacht. Aber das sind so viele. Ich glaube, das hätte gar nicht hingepasst. Und wir sehen, es wird immer mehr. Ist das wieder das Kurze? Nee. Doch, ist kürzer. Kommt eher nach da. Hä? Nee. Stopp, ich muss durchtauschen. Das kommt nach da oben. Okay. Ja, die Decke, die kommt. So, legen wir nach da unten an die Füße. Oh, es reicht, ey. Es reicht langsam. Das muss wieder nach oben. Oh mein Gott, ich muss hier durchtauschen. Ich glaube, ich hole nochmal was runter. So. Dann haben wir hier oben die etwas kürzeren. Alter, das ist auch ein Unterschied. Die sind alle so türkis. Ne? Hier oben, da sehen wir das, diesen Unterschied. Die sind alle verschieden. Die sind teilweise schwarz oder weiß oder grau oder so. Die hier, die kürzeren, sind alle blau. Ah, eine Orangenscheibe. Wie viele hatten wir da eigentlich beim letzten Mal? Ich weiß das gar nicht mehr. Ah, fertig. Na guck mal, hat ja doch ganz gut gepasst. Dann könnten wir theoretisch auch das hier noch miteinander... Entweder hier unten. Aber ich finde die irgendwie ganz dekorativ. Ich glaube, ich lasse die da. Passt auch so schön zum Bild. Ja, noch weiß ich jetzt nichts, ne? Ich glaube, ich tue das hier auch nochmal rüber. Dann sieht das nicht so leer aus. Und irgendwie haben wir nur zwei Bücher. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil wir haben doch immer so viel gelesen. Vielleicht kommen die auch woanders. Ich weiß es nicht. Kann sein. Vielleicht ist es alles ein bisschen anders aufgeteilt. Ah, ein Katzenbild. Das, ja, könnten wir vielleicht hier hinhängen. Da passen, finde ich, ein paar Bilder ganz gut hin. Ja, guck mal, das kennen wir auch. Das haben wir mitgenommen. Oh, das soll hier hin? In den Flur? Ich bin ja nicht ganz so überzeugt. Mal gucken, ob die anderen Sachen jetzt auch noch kommen, weil das würde ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt hier hinstellen. Oh, das ist neu. Eine neue Erinnerung. Was ist das denn für ein Ding? Das sieht aus so ein bisschen wie irgendwas Skandinavisches eventuell. Oder Dänemark oder so ein kleines Häuschen. Oder ist das vielleicht unser Haus? Und das ist unsere neue Erinnerung. Oh, das wäre auch süß. Könnt ihr das erkennen? Ist das ein Elefant? Ja, das ist ein Elefant, der so seinen Rüssel nach hinten schmeißt. Wo waren wir denn da wohl? Waren wir vielleicht in Indien irgendwie oder so? Oder ist das sowas, so eine Erinnerung aus dem Zirkus? Könnte beides sein. Die sind ja süß. Süße Sneaker, die tue ich nach unten, weil ich halt weiß, dass sie sehr flach sind. Vielleicht kriegen wir noch irgendwelche hohen Schuhe. Die müssten dann nach oben. Machen wir ja erstmal das nach unten. Die finde ich süß. Versuche erstmal diesen Karton hier wegzukriegen. Nachher komme ich hier gar nicht dran, ne? Ah, jetzt reicht's, aber ich will doch nicht hier alles da irgendwie so nebeneinander klatschen. Oh Gott. Also wenn jetzt hier noch mehr kommt, dann muss ich mir echt Gedanken machen, ob ich das wirklich hier hinstellen will. Ja, die finde ich auch süß. In rosa. Das sind eher unsere Winterschuhe. Hier kommen dann noch Sandalen hin. Ein paar Schuhe passt noch. Bitte mehr nicht. Jetzt habe ich es daneben gestellt. Nein, hallo, hier hin. Ein Regenschirm. Ja, aber wo ist denn bitte unser... Nein, wo ist denn unser Dings hier? Ah, da ist er ja. Genau, da muss der hin. Da kommt hier der Stock rein. Warum haben wir einen Gehstock? Man braucht doch nur einen Gehstock, wenn man entweder schon älter ist oder halt eben nicht richtig laufen kann. Kann jetzt irgendjemand nicht richtig laufen? Oder ist die Person sehr alt, die da mit uns zusammen wohnt? Oder hat hier mal jemand seinen Gehstock vergessen? Oh nein! Ich habe keinen Platz mehr. Jetzt muss ich die Dinge auf den Boden stellen. Vielleicht stelle ich sowas hier eher auf den Boden. Warum habe ich hier ein Handtuch? Okay, wir gehen weiter. Wir gehen zum Bad und legen da erstmal das... Ah, oder wir hängen das Handtuch hier drüber. Okay.
Nein, falsche Richtung. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte zurück. Jetzt ist es leer. Okay, perfekt. Ja, welche Schuhe könnte man denn jetzt hier eher so daneben stellen? Vielleicht eher so Schuhe sowas, die dann so für den Garten sind eventuell. Oder das sind vielleicht Hausschuhe. Okay, Moment. Ich nehme lieber die da. Das könnte ich mir vorstellen, dass man die zu Hause trägt, so wenn es ein bisschen kühl ist. Ja, passt doch auch ganz gut so nebeneinander, ne? Und ich finde, das ist auch noch okay. Also wenn man hier so reinkommt, dann sieht man halt so die ganzen Erinnerungen von früher, wo man irgendwie schon mal im Urlaub war. Finde ich eigentlich ganz süß. Hier werden wir jetzt ein bisschen was zu tun haben, glaube ich. Aber wir haben auch viel Ablagefläche. Ja, warum geben die uns jetzt schon die Zahnbürste? Ich brauche doch erstmal Zahnbürste. Zahnbürste, ich brauche erstmal meinen Becher. Nein, Becher, nicht Bürste. Falsch verstanden, auch mit B. Oh, Zahnpasta, nein. Wo ist denn... Ah! Ja, das finde ich immer ganz hübsch. Das sieht so dekorativ aus. Das kann man hier mal hinstellen. Ich finde, das können wir uns auch teilen. Ah, die ist immer noch... Ist das immer noch hier? Ja, genau, Staffel 3. Sie ist immer noch Fan. Ach, vielleicht wurde das ausrangiert. Vielleicht benutzen wir das jetzt als Zahnbecher. Kann das sein? Passt das hier auch rein? Ja. Dann ist der alte vielleicht kaputt gegangen. Das ist unsere, beim letzten Mal habe ich gesagt, Wimpern nach oben biege Ding oder so. Es ist natürlich eine Wimpernzange. Ich bin doch nicht blöd. Ich bin nur manchmal ein bisschen vergesslich. So, hier kommt unser Make-up hin. Lidschatten, Puder und irgendwas anderes, was ich mir irgendwo anders hinschmiere. Das kommt hier rein, weil ich nicht weiß, was es ist. Noch so eine komische Creme, die kommt auch da rein. Kann ja auch sein, dass das vielleicht eine Haarkur ist, aber wie soll ich das wissen? Weiß ich natürlich nicht. Das war übrigens unser Nagelknipser. Noch so eine komische Dose, die kommt auch wieder da oben hin. Ah, sehr hübsch. Kein Platz. Das ist blöd. Deswegen müssen wir hier, glaube ich, durchtauschen. Passt das nebeneinander? Ja, ist okay, ne? Kommt das vielleicht nach da und dann tun wir sonst daneben den Zahnputzbecher. Noch nicht so überzeugt. Hier wieder so eine kleine Dose. Sieht immer aus wie ein Honigglas. Vielleicht ist es auch so eine Pickelcreme oder sowas. Ganz Spezielles. Ja, das... Oh, das ist gegen Rückenschmerzen. Guck mal. Das ist, glaube ich, so ein Wärmepflaster für den Rücken. Sitzen wir vielleicht zu viel, so wie ich, die auch immer Probleme hat mit Rücken, Arm und sonstigen Sachen. Ja, das wäre nicht so gut. Aber sie arbeitet ja auch von zu Hause und sie arbeitet ja auch immer am PC. Deswegen sind das bestimmt unsere. Ich würde auch einen nehmen davon. Vielleicht hat sie einen über für mich. Da ist ja wieder mein Glätteisen. Hä? Ich habe es zwischenzeitlich irgendwie verloren. Jetzt ist es wieder da. Das ist ja komisch. Wo soll ich denn das hinlegen? Jetzt habe ich hier gar keinen Platz mehr. Ach, Manu. Und hier oben geht das nicht rein. Eigentlich hätte ich das hier gerne bei meinen Haarsachen. Kann ich das hier vielleicht irgendwie so ein bisschen so rum... Nee, das geht irgendwie nicht. Mann, ich brauche da so viel Platz für das Ding. Sonst kann ich das ja eventuell hier unten so reinlegen. Ist, wo ist denn da oben? Da ist der Steckdings hier, Steckdose. Dann lege ich das auf diese Seite. Finde es nicht ganz so schön, aber naja, gut. Das ist unsere Reihe mit dem pinken, lila Dings da. Und das ist ihrs, das dunkle. Das ist so ihre Marke. Die findet sie toll. Das gehört wieder zu uns, das lilane. Und warum haben wir hier den schiefen Turm von Pisa? Man weiß es nicht. Sicher, dass das hier hingehört? Kriege ich das nicht vielleicht noch da in den Eingangsbereich? Hm, aber dann kann ich nicht mehr so gut in den Spiegel gucken. Moment, ich drehe mal. Ich wechsle das mal durch. So, und das dann nach hier. Naja, Begeisterung sieht anders aus, aber gut. Eine Quietschente. Ja, die kommt natürlich nach dort. Kann ich die vielleicht auch... Kann ich Wasser einlassen? Nee, ne? Was haben wir denn da alles? Das ist ja richtig viel. Ist das Putzzeug? Kann es nicht ganz einordnen. Was ist denn das? Sehe ich bestimmt beim Schneiden wieder. Da erkenne ich dann, was ich da... Ist das ein Mülleimer? Nee, ne? Vielleicht sind da irgendwie so Putzutensilien oder sowas. Kann ich aber kurz die Schubladen zumachen. Dann kann ich das nach hinten stellen. Das sieht so ein bisschen ramschig aus. Ich weiß nicht so recht. Naja. Handtücher. Die würde ich vielleicht sogar hier hinlegen. Kann man die da drauf auch tun? Weil da passt das doch gut hin. Ja, das kommt dann wieder so Tampons, ne? Die kann man bestimmt auch wieder stapeln. Das kommt wieder in den Schrank. So, das ist unser Schminke und Nagellack und sowas. Deo können wir eigentlich auch nebeneinander stellen. Vielleicht hier. Sie bekommt bestimmt auch wieder ihrs. Oder gehörte das in die Dusche? War das das Deo? I don't know. Ja, das kann ich hier wieder aufhängen. Das ist gut. Passt da vielleicht sogar noch eins oben drüber? Oh, oh, okay. Dann hänge ich das vielleicht doch dahin. Ja, Leute, ich weiß. Vitamin D... Nicht Vitamin-Depression. Heute stellen wir es sogar mal in den Schrank, damit es keiner sieht. Und hier, ja, vielleicht auch Tampons wieder. Warum kann ich das denn jetzt plötzlich nicht mehr stapeln? Warum ist denn das jetzt nicht mehr stapelbar? Das ist doch... Hallo? Hallo? Ich habe so viel Platz nach oben. Stapel ich halt das da drauf. Ha, geht doch. Gut, dann nehmen wir das. Das ist neu. Das hat so eine komische Form. Das kenne ich gar nicht. Was ist denn das? Vielleicht Wattepads. Wobei, Wattepads sind nicht in so einer komischen Verpackung. Pflaster. Ja, Pflaster.
Hier. Oh Mann, lass mich das doch bitte stapeln. Warum denn nicht? Das würde ich voll gerne irgendwo wegpacken. Warum haben wir denn immer so offene Schränke? Und warum habe ich noch so ein Ding? Was ist denn in solchen komischen, eckigen Verpackungen drin? Gar keine Ahnung. Das stelle ich vielleicht hier so vorne, dass man da so drankommt direkt, wenn man so ein Taschentuch braucht, hier beim Schminken oder Abschminken. Aber dann ist hier manchmal die Türe zu, ne? Kann ich das nicht vielleicht sogar... Nee, dann wird das nass. Oder hier unten rauf, so nach vorne. Sieht blöd aus, ne? Na komm, machen wir es doch da. Mülleimer. Mülleimer ist gut. Der kommt auf jeden Fall neben das Klo. So rum. Ah, was ist denn? Ah, wir brauchen Toilettenpapier. Wo ist das? Toilettenpapier. Ach, Moment mal. Das ist doch der Nagelknipser. Das war doch meine Wimpern... Nee, warte mal. Hä? Pinzette. Ich dödel. Ach, und die Waage kommt auch wieder mit. Aber können wir die nicht vielleicht hier so reinstellen? Ja, guck mal, da braucht man die doch nicht so oft. Das hier habe ich ja auch noch. Das muss irgendwie immer auf die Toilette. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist das so ein Duftbaum. Klopapier. Das kriegen wir hier rein. Yes. Oh, das sieht gut aus. Noch eins. Noch eins. Kann ich hier nicht auch noch eins aufhängen? Oh, nicht, dass das jetzt schon alles war. Dieses hässliche Rutschnoppen-Ding haben wir wieder mitgenommen. Passt das da vielleicht rein? Hier hinten. Ich möchte das irgendwie so wegstellen. Vielleicht kann ich das da drunter tun. Ja, guck mal, das machen wir lieber so. Das ist besser. Dann kann ich den Schrank zumachen. Das sieht nicht so hässlich aus. Ich meine, ich könnte das natürlich eigentlich auch hier so hinstellen. Das ist auch nicht so schlecht. Kann man sich da so wiegen, wenn man das unbedingt will. Und das dann noch da hinten. Das muss ja keiner sehen, weil das sieht eh eklig aus. Genau, Erde. Erde auf jeden Fall hier fürs Badezimmer. Ich guck mal, ob ich die hier hinstellen darf. Ich versuche das einfach mal. Weil hier kann ich den Schrank schön zumachen und dann sieht man das nicht mehr. Theoretisch habe ich hier oben ja auch noch Platz. Ja, das ist doch perfekt. Hier, genau. Solche Sachen können noch da. Dann haben wir wieder unsere Schwämme zum Waschen. Da passt das nicht hin. Aber hier passt das drauf. Ich leg's mal hier oben drauf. Einfach, weil es okay ist. So. Oh, okay. Ich glaube, ich muss umdenken. Ich glaube, das Teil muss hier hin. Dann muss dann leider doch die Waage woanders hin. Vielleicht passt die auch dorthin. Ja, und dann kommt das nämlich nach hier. Dann kann hier die Restwäsche, also wenn man sich hier umzieht. Oh nee, ich glaube, ich mache das hier so da dran. Dann kann man hier so seine Dreckswäsche reinschmeißen, wenn man duschen geht. Ja, ich glaube schon, das ist der bessere Platz. So, und dann kann man nämlich, wenn man hier seine Wäsche drin hat, kann man dann direkt da Wäsche machen. Das ist ja praktisch. Ah, eine noch. Perfekt. Kann ich die hier so drüber hängen. Und der zweite Schwamm. Das ist unserer. Und, jetzt wird's knapp. Bitte nicht noch mehr. Rasierer, der passt natürlich nicht da oben hin, aber da kann ich den drauflegen. Nochmal Tampons. Oh, das sind jetzt gar keine Tampons. Hä, bin ich doof? Oh, das sieht irgendwie auch immer so aus wie Tampons. Und Binden. Ja, Binden kommen davor. Passend zum Thema. Hä? Was ist das? Einweg-T-Shirts? Ach so, Waschmittel wahrscheinlich. Hupsi. Ja, das stellen wir mal nach da oben. Boah, eigentlich ist das voll doof da oben, ne? Weil das ist richtig schwer. Da musst du das immer runterheben. Das ist auch nochmal so Waschmittelzeug. Nee, Moment. Ich mache eher das nach oben. Das brauchen wir nicht so oft. Waschmittel nach hier und dann tauschen wir das doch durch. Dann machen wir hier die ganzen Waschsachen hin. So, das ist wahrscheinlich... Gar keine Ahnung, was das ist. Ist das... Hä, es macht Klonk. Was ist denn das? Sind das so Tabletten? Ich drehe das mal. Leute, ich brauche eure Hilfe. Was ist das? Das sieht aus wie so ein komisches Gebiss, aber ich weiß nicht, ob ich es hier reinstellen soll oder ob es hier irgendwie zur Wäsche gehört. Ich stelle es mal nach hinten zur Wäsche. Und was soll das jetzt sein? Hä? Kommt das auch vielleicht in die Dusche? Oder dahin? Ich würde eher vermuten, dass das so in die Dusche gehört. Dann stelle ich das mal nach dort und drehe das vielleicht hier hin. Das gehört auf jeden Fall aufs Klo. Das ist wieder mein Raumspray. Und das stellen wir einfach da unten wieder hin, weil wir haben offensichtlich Kakerlaken mitgenommen beim Umzug. Das ist wunderschön. Hier haben wir dann nochmal ein Handtuch. Da würde sogar noch eins dazwischen passen. Ich habe es gerade noch gesagt. Das ist ein bisschen sehr voll, ne? Sieht nicht so schick aus eigentlich. Oh mein Gott, okay, es ist vorbei. Ja gut, dann... Moment. Hier würde ja eigentlich auch noch was drauf passen. Aber wahrscheinlich nicht zwei, oder? Doch. Na gut, dann sind das die sauberen Handtücher hier. Nein! Also ich wollte die ja sowieso eigentlich hier unten hinlegen. Deswegen machen wir das mal. Und dann kommen die großen Handtücher halt hier drauf, auf die Wäsche. Ach so, wait. Nein. Hä? Warum geht das denn jetzt nicht? Nein. Hä? Jetzt habe ich hier, das ist ja voll... Erstmal weg damit. Jetzt habe ich ja richtig voll viel Platz hier nicht mehr. Passt wahrscheinlich auch nicht daneben, ne? Nee. Was ist hiermit? Was ist das darunter? Nein. Okay, also wir müssen das entweder hier so ganz blöd in den Raum reinstellen oder... vielleicht würde das da drauf passen. Ich glaube allerdings nicht. Ich glaube, das ist zu hoch. Okay, es passt. Tja, na dann...
haben wir jetzt hier ein Problem. Okay, dann muss ich jetzt gucken, wo ich die Handtücher hin tue. Dann kann meinetwegen die Erde auch hier bleiben. Erstmal das wieder zu. Und dann müssen wir hier ein bisschen rumschieben. Ich hoffe, ich kann das dann alles komplett übereinander stapeln. Das wäre cool. Ja, dann haben wir vielleicht hier so längs, oder? Passt das? Oh Gott, das ist das lang. Kriege ich das irgendwie noch anders unter? Ja, Heiligsblechle. Aber ich möchte das gerne nach vorne. Weil die braucht man ja schnell mal. Es sieht nicht schön aus, ich weiß. Bin auch nicht ganz so begeistert, aber es geht immerhin. Sieht alles sehr voll aus, wa? Hier, da. Okay, finde ich besser. Ja, 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 das ist okay. Das können wir so lassen. Nein, ich wollte die Tür noch zumachen. So, weg damit. Und jetzt aber. Uff, sehr viele Kartons. Und ich komme hier nicht dran. Also ich muss erstmal das hier wegarbeiten, damit ich da hinten an den Schrank dran komme. Ein Hut? Oh, okay. Ist das unser Hut? Sehr schön. Haken. Ja, wir nehmen erstmal Haken. Ich glaube, ich werde jetzt auch einfach erstmal so ein bisschen aufhängen, weil ich ja generell noch nicht weiß, wohin damit, ne? Shirts würde ich generell erstmal nicht aufhängen. Versuche die erstmal hinzulegen, weil die kenne ich auch schon, die Shirts. Ja, Röckchen würde ich aufhängen, passt aber noch nicht. Also wir haben noch nichts. Das wäre jetzt hier rockmäßig. Ich mache mir hier vorne so diese kürzeren Sachen, sowas wie Röcke. Ne? Vielleicht könnte ich auch hier oben eher so Jacken hinhängen. Ach so, dafür ist das vielleicht gedacht. Oder hier oben drauf. Ah, hier hinten vielleicht so. Moment mal. Oder dort oben? Nee, das ist zu schmal. Ja, wir können es noch hin und her schieben. Wir machen erstmal das hier. Dann kann ich den Rock da schon hinhängen. Das dann nochmal nach oben. Hosen will ich auf jeden Fall zusammenlegen. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich schätze mal, das ist unser. Weil sie hat ja gerne... Das könnte beides sein. Die hat eher immer so dunkle Sachen. Oder wir mischen die ganzen Dinger. Vielleicht teilen wir uns das ja auch. Wenn wir die gleiche Größe haben, ist das natürlich optimal. Ihre alte Cappy hat sie wieder mitgenommen. Ja, das ist so voll ihr Ding. Also Fan ist sie offensichtlich immer noch. Wie wäre es denn, wenn wir hier oben über den Röcken Kleider hinhängen? Mache ich das so? Und dann fangen wir hier an, Kleider aufzuhängen. Hallo? Hä? Hallo? Ach so, das ist zu lang. Ach, Dann machen wir natürlich die Röcke nach oben, weil dann passen da ja gar keine langen Sachen hin, ne? Okay, dann machen wir da drunter die Dinger hier. Genau, machen wir da die Kleider. Ich versuche thematisch so ein bisschen aufzuräumen, dass das schick aussieht. Das würde ich eigentlich auch wieder nach oben machen. Das finde ich irgendwie sieht ganz gut aus. So ein paar schöne kurze Tops, das kenne ich. Das ist, glaube ich, ihrs gewesen. Ja, es tut mir ja leid. Ich weiß, du magst das sehr gerne, das T-Shirt, aber das wird nicht aufgehängt. Ich bin böse. T-Shirts hängen wir nicht auf. Die müssen nicht. Die werden nicht so schnell krumpelig. Das ist neu. Die Dinger hier, die passen gut zusammen, ne? Das hier mit dem roten Rock würde ich vielleicht kombinieren. Und das hier mit dem lilanen. Schade, dass wir nicht so eine Puppe haben, wo man das mal ausprobieren kann. Das fand ich beim letzten Mal auch schon so süß. Kommt auf jeden Fall hier zu unseren 60er Jahre. Ja, so ungefähr, ne? Oh, zum Nähen. Kann man das öffnen? Schade, ne. Vielleicht ist das hier auch zum Nähen. Auch irgendwas Nähzeugmäßiges. Hä? Ach so, Moment. Ich habe ja hier auch noch... Naja, eventuell kann man das hier auch verstauen. Gucke ich nochmal. Hosen würde ich eher irgendwo hier reinlegen, wenn wir Platz haben. Das sind auch alles ihre Sachen. Ah, es sind die weißen. Gehören die ihr, die weißen Kartons? Und die braunen sind unsere? Ich glaube, ja. Waren das... Ah, nee, aber das war gerade gemischt, oder? Ach, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Okay, ich gucke jetzt nochmal. Das ist neu. Toll, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Nein, ich habe noch nicht mal Platz. Wo soll ich denn das hintun? Eigentlich müsste das hier rauf. Okay, erstmal zur Seite. Oder kann ich das vielleicht so... Ja, dann ist das so ihr Outfit, ihr Fan-Outfit. Vielleicht finde ich da gleich noch was. Ich muss erstmal ein bisschen hin und her schieben. Okay, Spiegel zum Schminken hier oder keine Ahnung warum. Jetzt habe ich erstmal sowas von viele Haken. Aber es ist gut, dann kann ich ein bisschen rumprobieren. Au! Das sind eher Jacken. War das ihrs? Ah, ich muss nachdenken. Oder war das unsers? Nee, ich glaube, das war unsers, ne? Das ist doch gemischt. Ach du Schreck. Haben wir jetzt gemischt Socken, Unterhosen von uns beiden? Oh mein Gott, keine Ahnung. Das waren auf jeden Fall Socken. Die gehörten bestimmt ihr. Ich weiß nicht mehr, wem welche Socke gehört. Leute, es tut mir leid. Ich tue einfach mal die Sachen hier so zusammen. Voll süß, das ist neu. Ach, das ist schön. Ja, das mag ich auch gerne. Aber das ist auch ihrs, glaube ich, gewesen. Sie hat generell auch mehr Kleider und mehr Röcke gehabt. Hier nochmal einen Haken hin. Oh ja, das ist auch ihrs gewesen. Unschlüssig. Mach nochmal. Das wäre jetzt sonst wieder ihr Karton. Ich glaube, das war auf jeden Fall ihr BH. Nee, das ist dann eine Unter... Hallo, nicht da dran. Nicht da rein. Wir machen die Unterhosen hier hin. Nochmal Unterhose. Ja, also vom Stil her sieht das nach ihr aus, ne? Oh, der ist so süß. Oh, jetzt haben wir den sogar doppelt. Das auch wieder hier hin. Und das auch. Ich glaube wirklich, dass das war auf jeden Fall ihre Hose. Aber ich weiß halt nicht, ob wir hier unten vielleicht sogar noch einen Platz haben für Hosen. Aber ich komme da nicht dran. So.
Unbekannterweise, ich sehe zwar nicht, was ich da tue, aber okay. Die haben wir auch doppelt. Das ist ihr Schlafhemd, das kann hier unter das Kissen. So, sie schläft wieder auf der Seite, habe ich jetzt mal bestimmt. Ich schlafe immer am Fenster. War beim letzten Mal gar nicht am Fenster, aber egal. Ja, hier unten haben wir noch ein bisschen Platz. Dann tun wir das auf diese Regenbogenhose vielleicht. Nee, das sind Socken. Ups, das ist ja gar nicht meine Socken. Hier. Na, vielleicht kriegen wir die auch nochmal doppelt. Oh, der ist neu. Das ist ein Sport-BH, ne? Wer ist denn eigentlich jetzt schwanger hier? Weiß das jemand? Oder haben wir ein Kind adoptiert vielleicht? Ja, theoretisch könnten wir das ja auch selber gekriegt haben. Ich weiß es nicht. Oh, hier hinten wäre bestimmt Platz. Ich tausche das mal gerade durch. Es wird sehr eng, finde ich. Das vielleicht nach hinten. Das da oben, das kommt ja sowieso noch wieder weg. Nein, oh Mann, warum lege ich denn das immer ab? Ich will, ah, das würde ich. So, jetzt reicht's aber auch, ne? Nicht noch mehr BHs. Aber bisher, tatsächlich, ich glaube, das war jetzt mehr ihr Zeug. Ich muss jetzt erstmal das hier aufmachen, damit der blöde Karton wegkommt, damit ich hier Platz habe, damit ich gucken kann. Hier müsste vielleicht nochmal was hin. Vielleicht sollte ich das auch durchtauschen, ne? Dass wir dann... Nein, ho! Oh. Alles komplett bitte so nach hinten. Dass wir dann ihre Sachen hier so am Rand haben. Ist das meins? Ach komm, wir tauschen das einfach miteinander durch. Das kenne ich gar nicht. Ich glaube, das sind wirklich meine Sachen, weil die sind neu. Also teilweise, das kenne ich. Das ist wirklich meins. Auf jeden Fall noch so ein paar Haken. Eventuell kann ich ja auch noch Hosen aufhängen. Habe ich dann doch noch ein bisschen Platz. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ja, das war auch meins. Also wir haben ein bisschen anderen Stil. Ich finde ihren Stil irgendwie hübscher. Hier waren die BHs. Nee, da waren gleich die BHs. Wo waren die denn? Da oben waren die BHs. Genau, dann machen wir das bei uns auch so. Ja, 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 genau. Den schwarzen hatte ich mal doppelt, glaube ich. Oha, gar kein Platz mehr. Ich hoffe, ich kriege keine weiteren Oberteile. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Noch eine Hose. Ich weiß nicht mehr. Die ersten Kartons, waren das meine? Oh, Sport-BH. Oder waren das ihre? Kann ich den so rum vielleicht legen? Hä? Oh nein. Hä? Kein Platz? Nein, noch so ein Ding. Okay, wir müssen zusammenrücken. Was kriege ich denn alles noch? Kriege ich noch richtig viele Hosen? Ach so. Oh nein. Ah, okay. Dann, na gut. Ja, dann machen wir hier unten auch noch so eine Rockreihe vielleicht. Tue ich hier unten direkt nochmal sowas hin. Schulranzen. Hä? Warte mal. Schulranzen? Das ist... Wie hört sich das denn an? Das kann ja nicht sein. Unser Kind ist ja noch im Wickelalter. Das ist ja kein Schulranzen. Oder? Das wäre jetzt ganz komisch. Nee, das geht nicht. Jetzt habe ich richtig viele Haken, aber irgendwie voll wenig zum Hinhängen. Ja, okay, da draußen ist natürlich noch ein bisschen was. Das ist wieder so. Ah, nee, da ist auch noch ein Platz. So. Ja, die haben wir doppelt. Sternchenstrümpfe. Das ist ein Koffer. Aha. Kann ich die so vielleicht hintereinander stellen? Vielleicht ist es auch so ein Rucksackkofferding oder sowas. Ja, genau, sowas hatten wir immer eher. Sowas mit Schleifchen und Sternchen. Oder gelb. Nee, eigentlich nicht. Komischer Rock. Also ich finde, ich mag ihren Stil irgendwie lieber. Obwohl ich mich ja jetzt auch nicht so direkt so anziehe. Da, das gehört hier gleich unter das Kissen. Moment, komm gleich zurück. Wenn ich meine Hose gefunden habe. Da. Dann legen wir erstmal die Hose und dann das hin. Ich meine, ich würde auch eher hier mit so einem Ding schlafen, ne? Mit so einem Schlafhemd. Besonders jetzt gerade, wo das so warm ist. Und nicht mit so einem nicht so schönen Schlafanzug. Ja, das ist süß. Das würde ich auch tragen. Das würde ich sogar hier hintereinander eher so hinhängen. Das passt so schön zusammen. Nochmal ein paar Socken. Oh, ja. Der ist eher dafür da, wenn man nicht möchte, dass der BH gesehen wird, ja. Das ist wirklich so ein Oma-Müsch-BH. In schönem Hautfarbenbraun. Lila. Das könnte eigentlich auch wieder ein Schlafdings sein. Kann ich das nicht vielleicht dazulegen zu den Schlafsachen? Ja, tue ich mal hier rein. Das gehört, glaube ich, hier hin. Ja, wieder ein Höschen. Ist das die Hose zum... Ja, okay, Hose zum Schlafanzug. Ja, ja, klar, wir müssen natürlich auch einen Ersatzschlafanzug haben. Ist schon richtig. Aber jetzt reicht's auch. Wir haben immerhin passende Unterhosen zu den Socken. Warum nicht? So, ein paar Regenbogen. Ach, deswegen hatten wir Regenbogensocken. Wegen Regenbogen halt. Ja. Warum ist jetzt hier ein Buch drin? Das brauche ich hier nicht. Hä? Soll ich das jetzt hier liegen lassen? Oh, ich tue das einfach hier zu. Ich tue es, als ob das so ihr Fanbuch ist, wo sie dann immer irgendwelche Bilder oder Unterschriften sammelt. Oh, aha. Okay. Was ist denn eigentlich hiermit? Kann das nicht auch noch irgendwie aufgehängt werden? Ja, irgendwie ja schon, ne? Ich würde das gerne einmal ganz kurz hier ablegen. Hallo, ich möchte beides einmal ablegen. Und dann schieben wir das hier so ein bisschen zusammen. Wir haben noch so viel frei. Also wir haben noch einiges, was wir hier aufhängen können. Also ich denke mal Hosen vielleicht, haben wir noch ein bisschen Platz. Sehr hübsch, haben wir hier noch so ein bisschen Parfum. Können wir so nebeneinander vielleicht stellen. Ja, also das muss ich wirklich nicht aufhängen. Das ist ja so eine kurze Sporthose oder Schlafhose. Tue ich dann erstmal hier dazu. Die gehört aber doch eigentlich ihr. Warte mal. Das möchte ich gerne so hinlegen, nämlich einmal so
dann das T-Shirt. Nee, andersrum. Das T-Shirt ist irgendwie breiter. T-Shirt, Hose und dann Cappy. Das ist ihr Fanregal oder sowas. Nein! Hä? Ah ja, okay, gut. Dann in die Ecke. Kann ich das öffnen vielleicht? Nee, ne? Schade. Weiß nicht, was das ist. Kann eigentlich auch hier so in die Schublade, ne? Passt aber leider nicht mehr rein. Aber hier oben drauf würde es passen. Noch so eine Hose. Oh no. Ja, okay, also wir können ja mal resümieren. Das passt alles. Das kann weg, das kann zu. Hier hätte ich noch Platz, aber irgendwie passt hier nichts rein. Nichts weiter. Vielleicht könnten wir hier eher so einen Schlafanzug, sowas, Kuscheldings reinmachen. Dann machen wir hier Hosen hin. Aber es passt nichts nebeneinander. Das kann eigentlich nicht sein. Ach so, vielleicht. Ja, guck mal, das geht. Dann haben wir hier einmal so dunkle Hosen. Hier haben wir das da. Ja, das sieht auch gut aus. Und dann können wir da oben nichts hinhängen, weil ist zu lang. Na toll. Es passt hier irgendwie generell oben nichts mehr hin. Doch, eventuell die kurzen Hosen. Na gut, dann hängen wir halt eben noch kurze Hosen auf, weil wir den Platz haben. Und theoretisch hätte ich auch noch Platz für die T-Shirts. Aber dann haben wir sonst hier so leere Regale. Das ist irgendwie auch blöd, ne? Ach so, nee, ist vielleicht doch nicht ganz so blöd. Ich mache hier oben einfach mal so. Und dann kann ich ja vielleicht das hier reinstellen. Nee, das würde ich gerne dastehen lassen. Aber sowas, das ist dann so unser Nähzeug. Das stelle ich einfach hier rein. Dann machen wir das da nebeneinander und dann kann ich nämlich das so hinstellen. Oder nach weiter hinten. So. Ja, das sieht doch ordentlich aus. Finde ich gut. Ist auf jeden Fall Vorteil, ne? Man kann sich immer die Klamotten teilen, wenn man mit der Frau zusammen ist. Das gehört doch nicht ins Schlafzimmer. Warum habe ich das hier? Hier gehört das auch nicht hin. Da gehört das auch nicht hin. Da gehört das hin. Eventuell kann ich das wieder hier reinpacken. Mein Drucker. Ja, komm, das machen wir mal. Und dann gehe ich, glaube ich, hier rüber. Wo komme ich denn her? Ach, du Schreck. Wo war ich denn gerade? Hier? Ja. Ah nein, ich war ja schon hier. Upsi. Also sie schläft ja rechts, ne? Das heißt, eigentlich müsste ja hier die Pflanze hin, weil da mehr Licht ist. Aber die Pflanze, die kriegt das schon hin. So, deswegen kommt die noch da. Weil sie ist ja der große Fan von Pflanzen. Aber das ist jetzt braun und braun, dachte ich, es sind ihre Sachen. Andersrum, weiß sind ihre Sachen, aber das ist ja ihrs. Im braunen Karton. Ah nein, hier haben wir auch Küken. Aber soll das ins Schlafzimmer? Kann das nicht sogar vielleicht hier ins Kinderzimmer? Irgendwie finde ich das hier auch voll süß. Ich guck mal, ob ich das hier so hinkriege. Ich weiß ja noch nicht, was noch kommt. Ja, beim letzten Mal hatte sie beides hier, ne? Ich glaube, ich nehme mal jetzt die Lampe. Oh, da oben sind auch noch zwei Fächer. Das ist gut. Gut zu wissen. Dann nehmen wir hier mal unseren Wecker. Das kann wieder unters Bett. Da hinten sieht das keiner. Ja, sie macht mit uns Yoga oder Sport oder was auch immer. Auf jeden Fall irgendwie Sport. Mein Gott, wie klein kann bitte ein Rucksack sein? Ja, so ein Mini-Rucksack. Oh, das stand eigentlich auch mal im Kleiderschrank. Passt das nicht noch da irgendwo hin? Nur weil es da irgendwann mal gestanden hat. Ich meine, es muss natürlich nicht hier hin. Aber es sieht aus wie so ein Werkzeugkasten. Sieht das blöd aus hier? Aber ich weiß nicht. Oder kann es vielleicht unter das Bett? Ich guck mal, ob es unter das Bett passt. Oder hier irgendwo so unten drunter. Oder da so rein? Ich stelle das mal da so rein. Oh, nein. Hier muss das hin. Okay, komm zurück, komm zurück. Komm zurück. Du sollst auf die Fensterbank. Ja. Oh, das ist voll süß. Das machen wir jetzt hier. Ja? Okay. Ich versuche das auch mal auf der Fensterbank. What? Schade. Da oben hätte ich es cool gefunden. Oder hier so? Ich weiß nicht so recht. Könnte das so eine Beschallung sein? Ich bin noch unschlüssig irgendwie. Moment. Ich glaube, wir tun hier oben die Pflanze hin. Nein, nicht das. Dann hat sie nämlich auch eine Nachttischlampe. Aber es ist voll komisch, ne? Das ist so voll zusammengewürfelt. Das ist mein Buch. Ich weiß nicht, ob ich das da haben will. Ist vielleicht auf den Boden stellen? Nee. Ich stelle das doch hier unten drunter. Ich möchte lieber mein Buch hier liegen haben. So, weg. Das sieht alles noch so planlos aus. Ja, genau. Meine Duftkerze. Aber die würde ich jetzt, glaube ich, eher nach da oben stellen. Das sieht schick aus. Und dann, genau, Kerze. Kerze kommt wieder rein. Ah, oh, das sind die Ersatzkerzen. Aber ich habe nichts, wo ich die verstauen kann. Ich brauche irgendwas mit Schublade. Kann ich die vielleicht bei ihr hinstellen? Ich hoffe mal. Ich hoffe, sie hat da nichts gegen. Und ich hoffe auf noch mehr Bilder, weil ein so ein Bild, ja. Oh, Käfi ist wieder da. Käfi, oh Mann, oh. Käfi ist gestorben. Habe ich beim letzten Mal leider nicht mehr wiedergefunden. Oh, mein Pferdchen. Jetzt haben wir hier die ganzen Bilder. Das ist auch hübsch. Aber irgendwie gefällt mir die Anordnung noch nicht. Bin noch nicht so sicher. Ein Stift. Ja. Kann ich den bei mir vielleicht hier noch so davor legen? Warte mal. Ich schiebe das mal ein bisschen nach hinten. Und dann, ja, genau. So habe ich mir das gedacht. Stift nach vorne. Wo? Ah, nee. Der Stift gehört ihr, glaube ich. Huch. Ich habe mir mal einen Stift ausgeliehen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Dafür hast du meine Kerzen. Guter Tausch. So, wir haben mal wieder eine wilde Anordnung. Hier so ein kleines Blümchen. Nein, jetzt kriegt sie ihre Kopfhörer da nicht mehr hin. Oh, sorry. Die dürfen bestimmt nicht auf dem Boden liegen. Na gut, dann kommt das hier nach oben. Ah, ja, okay, das ist besser. Aber gut ist es irgendwie auch nicht, ne? Die Tasche.
Nee, die kommt bei mir auf die Seite, weil das ist, glaube ich, meine Tasche. Warum passt denn das nicht? Ich weiß, dass das geht. Hallo, hallo. Na gut, dann da unten ans Bett. Also eigentlich würde ich die da unten hinstellen, aber ich kann da nicht hingucken. Und wir haben immer noch unsere komischen Walkie-Talkies. Ist das so ein Spleen oder was? Dass wir an jeder Seite ein Walkie-Talkie haben? Liegen wir denn nicht nebeneinander? Was ist denn hier das Problem? Und warum habe ich hier immer ein Thermometer, was ich irgendwie auf meine Fensterbank lege? Weil das so gar keine Aussage macht. Hupsala. Na, das kommt da oben hin. Das sind, glaube ich, so Duftstäbchen. Aber was ist denn los? Ich hätte gerne irgendwie noch so ein paar kleine Blümchen hierfür gehabt. Die hat doch immer so einen Hang zu Blumen gehabt. Ah, oh, voll süß. Oh, noch eins. Soll ich die mal richtig sortieren? Wie ist es denn richtig sortiert? So? Kann man es überhaupt richtig sortieren? Ich weiß nicht. Das hat noch was, das hat was. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Reihenfolge das überhaupt gehört. So vielleicht? Ich befürchte, es gibt keine Reihenfolge. Das noch eins. Was ist? Hat das eine Schleife? Hä? Oh nein, das ist auch neu. Okay, das Thermometer muss irgendwie woanders hin. Geht ja gar nicht klar. Nein! Ja, okay, da hinten. Da sieht's keiner. Ich will meine Hühnchenreihe hier vollkriegen. Ja, genau. Und unser komisches Walkie-Talkie. Das brauchen wir ganz dringend. Wärmflasche kommt wieder zu uns ins Bett. Wir haben auf jeden Fall immer noch schönen Bauchschmerzen. Hä? Nein! Jetzt sag mir nicht, dass die Mama da nicht mehr hinpasst. Oh, jetzt bin ich aber enttäuscht. Okay, die Mutter guckt mich jetzt an. Ah, hätte eh nicht mehr hingepasst. Was? Hä? Mit Sonnenbrille. Okay, ich finde es irgendwie ganz lustig, weil die jetzt so da sitzen. Ich weiß allerdings nicht genau, ob das wirklich jetzt hier hingehört, ins Schlafzimmer. Aber ich habe es ja hier ausgepackt. Also so viele, es wird ja irgendwie schon ins Schlafzimmer gehören. Das passt definitiv schön auf die Fensterbank. Das leider nicht mehr. Und hier auch nicht, weil das müsste eigentlich ein Wickeltisch sein. Also kann ich das vielleicht hier oben drauf stellen. Boah, wer soll das denn gießen? Da kommt doch keiner ran. Ah, da ist ja auch noch ein Tisch. Okay, dann komme ich das, dann stelle ich das hier irgendwie hin. So, hier haben wir jetzt wirklich einiges Neues, denke ich mal. Oh, ein Bienenbuch. Oh, das ist, glaube ich, so ein Fühlbuch. Kennt ihr die Dinger? Vielleicht kann man das auch hier reinlegen. Ich lege das mal dahin. Oh, jetzt habe ich aus den anderen schon aufgemacht. Ah, ich kann den schütteln. Dann klötert der. Nein, das ist ja voll süß. Ja, der kommt dann da oben rein. Kann ich hiermit auch was machen? Nee, schade. Weil das kann man richtig gut zum Schlafen gehen, so fühlen. Oh nee. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, ne? Kann man das nicht so ein bisschen hochkant stellen? Geht nicht. Ah, aber da wäre auch noch Platz, so zum Vorlesen. Ich glaube, ich tue das mal hier auf den Tisch, weil dann kann die Mama da sitzen mit Baby auf dem Arm und kann dann hier so diese Fühlbücher vorlesen. Oh, kann ich das da drauf bauen? Nee. Och, schade. Ja, dann muss das bestimmt irgendwo auf den Fußboden. Ich stelle das erstmal hier so ab. Weiß noch nicht. Oh, noch ein Buch. Das ist ein Fühlbuch mit Fischen, oder? Fisch, Vogel, Fisch. Noch eins vielleicht? Oh mein Gott, sind die klein. Oh, guck mal, so ein klitzekleines Hemd. Oh. Gehört das hier hin? Ich hätte ja eher gedacht, dass hier so Windelutensilien oder sowas reingehören. Ich lege das erstmal hier hin. Es kann sein, dass es auch wieder woanders hin muss. Mein Gott, so ein kleiner rosa Strampler. Ist das süß. Huch, ich habe aus Versehen hier rausgeholt. Kann ich das hier so vielleicht einfach auf den Boden stellen? Ja, es muss ja ein bisschen voll werden. So eine Lampe. Lampe würde ich eigentlich auch fast eher noch hier so hinstellen oder da drauf. Passt aber nicht. Hier oben vielleicht so ein bisschen, dann sieht das so aus, als würde die hier so dazugehören, so im Hintergrund. Ach, eine klitzekleine Mütze. Oh Gott, warum sind Babysachen immer so niedlich? Noch so, warte, ich muss immer klötern. Klöterball. Ja. Ein Spucketuch. Das muss immer griffbereit sein. Das lege ich mal nach da. Ne? Weil wenn es losgeht mit Sabbern, dann... Dann brauchst du schnell das Spucketuch. Guck mal, was wir gemacht haben. Wir haben Schweini repariert und Schweini hat eine goldene Schleife. Und Schweini beschützt jetzt unser Baby. Oh nein. Und von der anderen, von unserer Freundin, bekommt sie Tiger. Schweini und Tiger. Oh, wir haben einen Sticker gekriegt. Warum? Was heißt das? Flauschige Freunde. Hä, waren die nicht damals auch schon flauschige Freunde? Oder saß Schweini nicht neben Tiger? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, da saß jemand da noch dazwischen. Okay. Ah, noch so ein Würfel. Kann man ja auch so drehen. B, C. Ah, vielleicht kann man da wieder irgendwas anordnen. Kann ich die... Oh, ich kann die stapeln. Ich kann die stapeln. D. Ah, wir machen das Alphabet. D, C, B. Und vielleicht kriegen wir jetzt noch ein A. Erfolg. Mano! Hä, aber ist voll gut. Oh, ich lasse den Turm jetzt einfach so stehen. Vielleicht kommt da noch mehr. Ein Nuki. Ein Nuki. Darf ich den vielleicht hier oben drauflegen? Weil den braucht man ja eigentlich immer. Da ist noch was. Hä? Noch ein A? Wie soll ich denn noch ein A? Hä? Oha! Ich habe wirklich was gekriegt. Hä? Babylonische Bauklötze. Ach so, weil ich die gestapelt habe. Ah, ich bin so gut. Noch was? Krieg ich jetzt noch mehr? Nee, wohl nicht. D, nochmal D. Alter, wie viele haben wir denn? Was? E. A, B, C, D, E. E, D. Ich muss das jetzt nochmal richtig machen. C, B, A. Hier hätten wir jetzt wahrscheinlich den Erfolg gekriegt, oder? Weil A, B, C, D, E.
Aber das war denen egal, ob das in der richtigen Reihenfolge ist. Das ist ein Beißring. Beißring eigentlich auch hier eher so ins Bettchen, wenn sie mich denn lassen. Nochmal D. Hä, wie viele haben wir denn? Alter, es reicht auch mal langsam. Wie viele brauchen wir denn von diesen Bauklötzen? Eine Rassel? Ja, rasselt sogar auch. Ich würde irgendwie alles ins Kinderbettchen rein. Kann ich ja nicht machen. Okay, ich tue das hier oben rein. Na gut, dann tun wir das auch da oben rein. Da können wir es ja schnell runterholen. Alter, übertreib doch nicht mit deinen Bauchklötzen. Noch ein Beißring. Einmal stapeln, bitte. Geht leider nicht. Na gut. Noch ein B. Können wir irgendwas machen? Baby vielleicht? Nee. Können wir irgendwas schreiben? AC/DC zum Beispiel. Ja, vielleicht auch nicht. Ah, kann ich das hier reintun? Oh Mann, ich dachte, ich könnte das vielleicht da reinstapeln. Das wäre ja mega cool gewesen. Oder wofür ist denn das? Kann ich hier irgendwas tun? Das ist doch bestimmt irgendwas, was ich da reintun kann. Ist das für Bücher? Nein. Ist das für Bälle? Auch nicht. Für Beißringe. Wann kennt sie diese Tasche für Beißringe? Ja gut, irgendwie weiß ich auch noch nicht, wofür das sein soll. Dafür? Auch nicht. Mann, dann würde ich das vielleicht versuchen, hier reinzulegen. Okay, das ist auch nicht richtig. Hier. Ah, da könnte ich was hin tun. Oder halt einfach hier so rein. Ja, ich glaube, ich mache das mal hier. Da dann noch so ein paar Feuchttücher. Aber die würden vielleicht sogar hier oben hinpassen. Ja, so. Ah, das muss nach da unten. Das sind, glaube ich, Pampers. Oder nicht? Sieht irgendwie nicht aus wie Pampers, aber ich hätte gedacht, das sind welche. Ja, diese Spucktücher, die müssen auf jeden Fall nach da. Noch einer. Eieiei. So, wir haben auch hier noch ein bisschen Platz. Ja, wir haben auch noch ein bisschen was zu tun, noch auszupacken. Ah, hier kommt Schweini hin. Ich möchte hier diese Tapete nicht unbedingt so vollkleistern. Ach, guck mal. Das ist auch das. Das haben wir auch gezeichnet. Das hatte ich auf meinem Pinbrett damals. Noch ein Nuki. Ein gelber, ein roter. Da haben wir noch ein bisschen Klamotten. Passt hier oben noch drauf. So ein kleines Hemdchen. Hier noch ein Strampler. Oh, wie süß. Kann ich das hier so vielleicht... Oh, schade. Ich dachte, ich könnte das hier irgendwie so draufsetzen. Ich setze das mal hier auf den Sessel. Noch eine kleine Mütze, noch ein Hemdchen. Ja, sehr gut. Ich kann sehr hoch stapeln. Das ist bestimmt so ein bisschen entweder hier für Deko, für da oben, oder ich würde es sogar fast hier hinstellen. Ich finde das irgendwie süß auf der Fensterbank. So, dann eine Mütze. Oh, so eine Teddy-Ohrenmütze. Die ist ja auch goldig, auch mal. Noch ein T-Shirt. Wow, alter Schwede, wie hoch geht denn das? Nochmal sowas. Noch ein Bauklotz. Das sieht aus, als hätte das Baby einen Bart. Nee, ist natürlich kein Bart, aber es sieht so aus. Eventuell hier unten rein oder... Weiß ja nicht. Irgendwie finde ich das so ein bisschen verschwendeter Platz. Kann ich das nicht daneben stellen einfach oder ist das nicht so cool? Einmal drehen, so? Ja, ich weiß ja nicht. Ah nein, Mülleimer. Wir brauchen Mülleimer dort. Ach, Manno. Ja, Mülleimer ist wichtiger, finde ich. Weil hier muss man ja alles entsorgen, wenn man hier wickelt. Braucht man ja auf jeden Fall da Platz. Ich bin mir echt noch nicht so ganz sicher, was das hier soll, ne? Ich tue das mal da unten drunter. Ah, es reicht doch mit euren Klötzen. Mann, ey. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was, was wir noch gucken können. Da ist noch frei. Oh, ein Kissen. Ja, das muss auf jeden Fall hier hin. Oder ins Babybettchen. Nee, oder? Unentschlossen. Doch, Babybettchen. Noch ein Beißring. Ja, Leute. Ich meine, eventuell kann man ja auch hier so einen Beißring reintun. Dann machen wir hier eher so Beißringe, Schnullis oder sowas. Guck mal. Das, finde ich, sieht auch nicht schlecht aus so miteinander. Weil wenn wir hier nämlich wickeln, brauchen wir hier so Tücher. Und dann kann das Baby währenddessen so hang irgendwie sich beschäftigen. Und theoretisch wäre auch hier eine Rassel eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich lege hier nochmal eine Rassel hin. Aber wir wissen jetzt nicht, ob es Junge oder Mädchen wird, ne? Oha, das macht auch richtig coole Geräusche. Darf man nicht so Babysachen eigentlich auch auf den Boden legen? Ich versuche das einfach mal. Ah, Mr. Krabs, ein Buch. Also langsam stapeln wir ganz schön hoch, finde ich. Müssen wir nochmal überlegen. Noch so ein Ding. Ja, man braucht richtig viele davon. Nein! Oh Gott, ist das groß. Ja, das geht ja nicht... Nee, da geht das nicht hin. Ach du Jemine, kriege ich das irgendwie dazwischen? Dann kommt man aber richtig schlecht an den Mülleimer. Eventuell darf ich das eh nicht. Ich muss mal abwarten. So, dann ist das hier vorne die Spielecke. Habe ich jetzt bestimmt. Oder aber wir gucken nochmal. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen was, was wir hin und her schieben können. Nämlich das zum Beispiel. Dann haben wir hier unten die Bücher vielleicht. Da passen noch nicht mal nebeneinander. Das ist ja sehr unbefriedigend. Ja, ich habe ja hier noch so viel Platz. Dann machen wir da noch einen Ball hin. Und das hier ist auch noch komplett leer. Komm Leute, dann machen wir das da rein. Die Windeln hier hin. So, zu. Also ich finde halt, dass der Platz hier so optimal für dieses Ding da gedacht ist. Ich kann natürlich auch das da vorne hinstellen und das dann so. Oder so. Also richtig gut finde ich das nicht. Oder halt hier so Bücher rein, ne? Aber die kann man nicht so wirklich hochstapeln. Ich glaube, das ist schon okay. Können wir vielleicht das Häschen noch hier hinstellen? Ja, komm. Also ich finde, das ist schon in Ordnung. Das Einzige, was mich stört, ist das da. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, ob ich jetzt hier irgendwo schon fast falsch gemacht habe, weil ich denke halt immer, das alles sieht alles so richtig aus, was ich gerade tue.
aber das denke ich ja meistens. Ah, nochmal so ein Seifenspender. Was soll das denn? Eine Duftschale wahrscheinlich gegen Gestank. Gut, stellen wir hier in die Mitte. Zu unserem Raumduftspray. Das könnte ich sogar auch noch da oben stellen. Ah, ich finde, das sieht nicht so schön aus, wenn das da so gar nicht richtig zu sehen ist. Vielleicht stellen wir das einfach da in die Ecke. Ich meine, hier wird sowieso nicht viel auszupacken sein. Einmal hier was fürs Handtuch. Dann haben wir noch eine Klorolle hoffentlich. Da in der Ecke. Da in der Ecke. Da. Warum kann ich den denn nicht da hinten in die Ecke stellen? Ah, ja, so. Weiter geht's nicht, aber egal. Ja, einmal hier drauf. Fertig. Hier wäre es cool, irgendwie noch so einen kleinen Fußvorleger. Vorleger einfach. Ich meine, hier unten würde man theoretisch auch noch was hinstellen können, ne? Ja, das passt da leider nicht. Ich finde halt das irgendwie ganz süß da oben. Und das könnte ich eigentlich hier unten hinstellen, aber irgendwie finde ich das auch da oben besser. Mach so einen kleinen Farbklecks hier rein. Boah, das wird jetzt auch heftig. Pflanze. Wo tun wir die hin? Ich glaube sogar auf den Schreibtisch, damit man die immer sehen kann. Das ist bestimmt von meiner Freundin. Das kann ich mal angucken. Ah nee, hier kommt ja mein... Oder kommt da nicht mein Bildschirm hin? Dann sehe ich nachher meinen kleinen Kaktus gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss erstmal hier oben auspacken. Ah, da sind wieder meine Preise. Ja, meine Preise möchte ich auf jeden Fall angucken. Was ist das? Hä? Hä, was ist das denn? Habe ich das vielleicht selber entwickelt? Oh, das muss ich hier oben hinstellen. Eine Hexe mit einem Stern. Ha. Noch ein Preis. Oder ist das vielleicht auch ein Preis, den ich irgendwie verliehen bekommen habe? So für schöne Kindergeschichten oder sowas? Naja, wir sammeln erstmal wieder unsere Bücher zusammen. Das sind ja alles wieder Bücher, die zu meinem Job gehören. Nee, das ist kein Buch, was zu meinem Job gehört, glaube ich. Also das sind Bücher, die nicht zu meinem Job gehören. Vielleicht muss ich die auch wieder nachher irgendwie umsetzen oder sowas. Hier passt doch gut was hin. Ein Ringbuch. Brauche ich auch wieder ein eigenes Fach für. Wenn ich nur wüsste, wie groß dieses Fach ist, was ich brauche. Mülleimer. Nach da hinten. Das, oh, ja, nee, das kommt auf diese Seite. Das sind wieder meine ganzen gemalten Bilder, glaube ich. Das ist so eine Bildermappe. Uff, es ist echt lang, ne? Diese Folge ist krass. Ich hole erstmal das da. Genau, das muss hier hin. Und das meinte ich nämlich, jetzt sehe ich meinen kleinen Kaktus nicht. So, ich will meinen Kaktus doch sehen können. Ist das eigentlich ein Bild von unserer Freundin hier? Sieht ein bisschen aus wie so ein Polaroid, ne? Könnte sein. Klebezettel, warum hatte ich bisher noch nie Klebezettel? Leute, jeder braucht Klebezettel. Keine Welt ohne. Ja, ja, wichtig, wichtig. Radiergummi kommt daneben. Dann haben wir hier ein... Warum... Karteikarten mit Schweini? Das ist ja verwirrend. Was ist das denn für ein komisches... Na gut. Ja, hier liegen meine Kopfhörer. Die brauche ich dann, wenn ich arbeite. Das kann ich ja bestimmt irgendwo weglegen. Das brauche ich ja nur, wenn ich dann arbeite. Ich tue das mal hier vielleicht unten rein. Oder, nee, der sieht ja hübsch aus. Tue ich den da oben drauf? Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Das ist wieder von der Arbeit hier. Zeichnen lernen. Das ist auch für eine Arbeit. Oh, Moment. Oh, ist das Zeichnen lernen für Kinder vielleicht? Das ist irgendwie so ein Einhorn. Ja, meine neuen Stifte. Die habe ich auch wieder mitgenommen. Oh, die kommen mal nach da oben. Mein Arbeitszimmer mag ich irgendwie. Da habe ich so coole Sachen. Das würde ich, wobei, ich wollte es gerade hier hinstellen, aber manchmal ist das eigentlich auch ganz beruhigend, wenn man so arbeitet und stellt das dann so hin und dann macht man so dieses Klack, Klack, Klack. Ich glaube, ich stelle es mal dorthin. Mein Timer. Den tue ich zu den Ringbüchern. Ja. Haha, Huni ist da. Und, ach, von Ranch Simulator, mein Hühnerhaus. Warum habe ich das gezeichnet? Ja, das kennen wir doch schon, oder? Was habe ich denn da? Was ist das? Oh Mann. Leute, was ist das? Ich lege es ins Regal, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich brauche eure Hilfe. Ich weiß noch nicht mal, wie ihr das nennen sollt. Das, vielleicht erkenne ich es jetzt wieder beim Schneiden, aber absolut gar keine Ahnung. Völlig ratlos. Oh, wie süß, die beiden miteinander. Die entwickeln irgendetwas. Was ist das? Druckerpapier, genau. Ich glaube, das passt ja sogar daneben. Ja, sehr schön. Das ist wieder mein... Habe ich das nicht schon... Ich habe das Buch doch schon bei mir daneben liegen, neben dem Bett, oder nicht? Habe ich das jetzt doppelt? Ist ja komisch. Ah, noch ein anderes Bild. Ich weiß noch nicht mal, ob mir das irgendjemand anders gemalt hat oder ob ich das selber gemalt habe. Ja, das kenne ich. Das ist auch ein hübsches Buch, finde ich. Meine Kabelkiste, ja, genau. Die muss wieder hier in meinen Schrank rein. Die sieht so ramschig aus. Ich glaube, ich mache mal mit dem weiter, damit ich hier ein bisschen Platz habe. Ah, perfekt. Das ist ja einfach nur mein PC. Ich glaube, ich muss meinen Mülleimer hier wegholen, weil mein PC muss da hinten in die Ecke. So, PC dahin. Dann machen wir den Mülleimer nach da vorne. Dann geht ja hoffentlich das CD-Fach noch so auf. Ich benutze das eh nicht. Ist nicht so schlimm. So, Uhr. Uhr finde ich eigentlich immer so ganz gut, dass man da so drauf gucken kann. Ich mache die mal nach da oben. Da ist wieder mein Rollenspielwürfel. Jetzt, wo ich das weiß, freue ich mich immer, wenn ich den sehe. Komisch, ne? Der muss auf jeden Fall nach da oben irgendwie. Ah, so vielleicht so ein bisschen nach da hinten. Oh, ach so. Meine Sammelfiguren sind jetzt hier. Ja, dann tue ich die ja auch hier oben drauf. Guck mal, ich glaube, das ist das Buch, was wir jetzt geschrieben haben. Oh, das sind unsere Skizzen tatsächlich. Und jetzt haben wir ein Kinderbuch geschrieben. Oh mein Gott, ich möchte das eigentlich gerne irgendwo hinlegen. Kann ich das nicht hinhängen? Ich bin so stolz, ich möchte das irgendwo hinhängen. Darf ich das hier, ich lege das hier so drauf auf meinen.
den Tisch. Ich möchte das angucken. Oh mein Gott, ich habe noch mehr. Ah, vielleicht signiere ich die gerade. Oh mein Gott, ich sammle diese Bücher. Nein, ich habe die bestimmt gerade ausgedruckt. Also ich meine, ich habe sie nicht ausgedruckt, sondern sie wurden gerade gedruckt und jetzt habe ich... Oh, okay. Ja, sie liegen hier drauf und dann signiere ich die jetzt für meine ganzen Verwandten und Freunde. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Wie viele sind denn da? War es das jetzt? Ist das in Ordnung, dass die jetzt hier liegen oder ist das irgendwie doof? Ah, der muss ein bisschen näher ran. Ich glaube, ist zu weit weg. Das muss ein bisschen näher ran, sonst sehe ich das gar nicht mehr. So. Ich bin gerade nicht so sicher, ob ich die jetzt vielleicht nach da drüben stellen will. Noch eins. Okay. Ja, meine beiden Freunde hier wieder. Mein Massageball. Das ist ein Poster. Leute, guck mal. Das ist wahrscheinlich unser Layout oder irgendwie ein Poster. Vielleicht haben wir eine Signierstunde. Wir haben ein Buch geschrieben. Okay. Ich lege das um. Das muss hier hin. Hier kommt das hin und dann da, ne? Und so Ankündigungen für unsere Signierstunde. Und dann nehmen wir natürlich unsere Bücher mit. Warum haben wir denn unsere Bücher hier hingeschickt gekriegt? Also das ist ja totaler Blödsinn, ne? Normalerweise macht man das ja dann da vor Ort. So, unsere Maus. Ach, das ist voll schön gerade. Ich freue mich richtig. Ach, die Ukulele ist ja wieder da. Hä, war die nicht weg beim letzten Mal? Hä, das ist ja voll komisch. Mit einmal taucht sie wieder auf. Ach, unser Standfuß für die Ukulele. Oh, okay, gut. Klong. Ja, dann stellen wir das mal da zu diesem unbekannten Teil hin. Und stellen die dann hier oben drauf. Nochmal so ein Timer. Ah, die Lampe ist wieder mitgekommen. Die Lampe, die mich irgendwie immer so nicht wirklich befriedigt, weil sie nicht schräg sich hinstellen lässt. Machen wir mal so. Ach, ich liebe mein Arbeitszimmer. Okay, ja, unsere Stifte. Die brauchen wir natürlich auch. Den tue ich die mal hier so in die Ecke. Oh, Lavalampe. So schön. Hab meine gerade verschenkt. Da noch was drauf. Und mein Ukulele-Lernbuch. Yay. Das kommt nach hier. Das ist auch für Ukulele-Lernen. Das möchte ich gerne daneben stellen. Oh, damn. Ach, jetzt weiß ich nicht, wohin damit. Kriege ich das vielleicht da oben drauf? Nein. Vielleicht hier? Ah, okay. Da passt das hin. Ja, dann werde ich ja wahrscheinlich irgendwie meinen Laptop irgendwo anders hinstellen können. Vielleicht einfach da unten rein. Nimmt irgendwie so blöd viel Platz weg, ne? Oder hier oben drauf. Sieht nicht so schick aus. Oder hier so hin. Auch blöd. Alles doof. Weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Nochmal so ein Teil hier. Ja, es wird langsam. Oh, noch eine Auszeichnung. Also wir sammeln langsam echt Preise, Auszeichnungen und sowas. Das ist bestimmt auch eine coole Auszeichnung für Kinder. Langsam glaube ich da dran. Und das ist unser cooles Zeichenbrett. Alter, das ist einfach so groß. Wo gehört das denn bloß hin? Nein, ich weiß nicht, wohin damit. Hier? Oh Gott, da geht ja alles unter, wenn ich das da hinstelle. Wir müssen umdenken, Leute. Ich muss das vielleicht doch woanders hin tun. Vielleicht kriege ich das hier daneben. Weil wenn ich das gerade nicht brauche... Moment, vielleicht kann ich das ja gleich irgendwo... Vielleicht kann ich das ja hier so hochstapeln. Kriege ich noch ein Lernbuch von irgendwas Notenmäßigem? Ich hoffe nicht. Oh Gott. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Nein, es passt das noch nicht mal dahin. Ah, ich drehe durch. Es würde ja hier hinpassen. Aber dann sieht man halt einfach generell nichts mehr, ne? Oder was wäre denn... Wenn ich das hier einfach darf, geht nicht, okay. Mann. Oder sonst da drauf? Das würde passen. Dann muss ich das hier leider irgendwie hier hinstellen. Weil da oben passt das ja nicht, ne? Gibt's ja gar nicht. Wieso ist denn das so kompliziert? Kann ich das nicht darauf stellen? Ja, okay, da würde das hinpassen. Aber dann kommen wir da hinten nicht mehr dran, ne? Wir wissen ja, wo es liegt. Also insofern... Es ist einfach sehr voll, ja. Wir arbeiten halt auch viel. So ist das nun mal. Ja, und dann sind jetzt hier unsere Signierbücher. Passt ja auch rein. Und das dann irgendwie hier so. Alter Schwede, das ist ja sowas von voll hier bei uns im Arbeitszimmer geworden. Boah, wie soll ich denn hier meine Maus noch bedienen? Das geht ja gar nicht klar. So vielleicht. Um Gottes Willen. Hier unten würde noch was reinpassen. Aber diese riesen Teile, die passen ja nirgends hin. Ah. Nochmal Arbeitsbuch. Das ist auch nochmal Arbeitsbuch. Landschaften zeichnen. Bitte jetzt nicht noch mehr. Es reicht. Das kann ich da noch hinstellen. Ah, ja. Empfang. Es nimmt seinen Empfang auf. Es funktioniert. Okay. Das kann auf jeden Fall da liegen bleiben. Nein! Ernsthaft jetzt? Oh, na gut. Dann halt da. Das war's letzte, oder? Puh. Aber es ist tierisch voll, finde ich. Oder sollen wir vielleicht dann doch einfach die Blume hier hin tun? Ja, komm. Oder kann man auf das Teil, das hier drauf? Nee. Das wäre auch sehr gut gewesen, wenn das gegangen wäre, ne? Aber ich glaube, das ist besser. Wo habe ich jetzt meine Klebezettel? Ach, da unten auf dem Fußboden. Ich gerade so, meine Klebezettel sind weg. Sonst vielleicht eher nach hier drüben. Das ist ja nicht ganz so groß, sondern hier so die Klebezettel noch hin. Ja, ich meine, gut, es ist halt jetzt voll. Schnell weg. Puh.
Esszimmer. Die passt eigentlich nur auf den Tisch, ne? Die Blume. Und die passt hier wieder dahin. Wir müssen erstmal den Tisch, glaube ich, leer machen, damit wir hier was draufstellen können. Das ist wieder, was ich nicht weiß. Irgendwas, vielleicht waren wir zusammen in irgendeinem Kino oder so und haben uns das dann aufgehängt, weil wir uns da kennengelernt haben oder so. Keine Ahnung. Dann machen wir hier mal wieder ein paar Bücher rein. Genau, meine Fantasy-Reihe, die kenne ich ja schon. Das gehört zwar nicht dazu, aber es kommt da trotzdem hin. So. Ja, ja, das gehört eher wieder zu mir. Das sind eher so Alien-Fantasy-Sachen. Ah, unser Foto. Ja. Das kann ich auch hier auf die Fensterbank tun. Ja, ich glaube, das mache ich dahin. Gläser. Hä? Auf den Tisch vielleicht oder so? Vielleicht haben wir gerade angestoßen. Okay, das sind vielleicht ein bisschen viele Gläser. Das würde sogar auch hier hinpassen. Aber nicht, wenn wir noch den zweiten haben. Ist der eine vielleicht kaputt gegangen? Hoffentlich. Und dann habe ich Platz. Ja, so Salz kann man ja eigentlich schon mal auf den Tisch stellen. Salz und Pfeffer. Ja, ich finde, das kann da stehen bleiben. Und so eine Schale könnte eigentlich auch da stehen bleiben. Hä, warum habe ich denn das hier? Das gehört doch nicht hier hin. Hä, sicher? Stehe ich da oben drauf? Ist das nicht ein Scanner? Aber das passt auch nicht mehr in mein Arbeitszimmer. Das ist so voll. Oder kriege ich das irgendwo noch? Ah, Moment mal. Ich habe ja hier noch Platz. Hier. So. Oh, so gut. Oder passt das vielleicht sogar auf den Drucker drauf? Nee, ne? Oh, naja. Wäre auch schön gewesen, wenn das da noch hingepasst hätte. Ja, gut. Muss ich das auch noch ins vollste Zimmer reinstellen? Ja, das sind eher so diese kleineren Bücher. Ich weiß ja nicht, wie viele Bücher noch kommen. Oh, ein Buch über Babys. Oder? Ich glaube ja. Ah, ein Buch über Schwangerschaft. Oh, wie süß. Das gehört, glaube ich, zu meiner Reihe hier dazu, zu der Fantasy-Reihe. Das auch eher. Das sind diese ganzen dicken Schinken. Ich bin gerade nur nicht so ganz schlüssig, ob ich das jetzt hier so mit solchen Sachen auch noch vermischen soll. Ich denke ja fast, dass hier auch noch irgendwie sowas reinkommt. Aber es ist so komisch, dass da dann... oder hier irgendwo hin. Dass da irgendwie alles so gemixt steht, so mit Gläsern und... Das ist irgendwie ganz komisch. Ich warte erstmal ab, was jetzt hier noch so kommt an Büchern. Ja, hier kommen eher so die kleinen Bücher hin. Ha, auch sowas noch. Ay, Mann, ey. Ja. Oder kann ich das an die Wand pappen? Mal kurz testen. Natürlich nicht. Ach, Manu. Ja, aber ich möchte ja jetzt nicht da unten... Nee, da muss ich die Bücher nach unten tun. Bücher sind eh schwer. Okay, einmal ganz kurz. Bücher nach unten. So, fertig. Die Bücher sind unten. Dann kann eher sowas hier nach oben, ne? Oder Gläser halt eher nach da. Erstmal weitermachen und dann gucken, ne? Oh Gott. Hä? Nein. Oder das hier vors Fenster. Passt das denn auf den Tisch? Der Tisch ist sowas von voll. Da kann ja keiner mehr dran essen. Okay, gut. Das ist der Grabstein von Käfer oder so. Ah, Poster. Poster, aber kein Platz für Poster. Kann ich das nicht noch woanders hin tun? Dann können wir vielleicht das Poster da hinhängen. Okay, das Poster würde hinpassen. Und das passt vielleicht da oben noch drüber. Da sieht das doch keiner. Das ist doch voll schade. Na gut, irgendwo muss das ja hin, ne? Vielleicht würde das Poster aber auch woanders noch hinpassen. Ins Schlafzimmer vielleicht? Oder hatte ich da auch keinen Platz? Nein, jetzt ist das schon wieder voll. Oh Gott, diese ganzen Bücher. Nochmal so ein Ringbuch. Aber warum ist das Ringbuch hier? Gehört das nicht eher ins Arbeitszimmer? Guck mal, wir haben ja auch voll viel Platz noch für Ringbücher. So, weg damit. Platzdeckchen. Ja, Emi. Ich glaube, ich muss so gleich kurz ein bisschen Platz schaffen. Apropos Platzdeckchen. Dann stellen wir das vielleicht doch eher so hier rein. Gläser. So, voreinander. Oder so vielleicht. Oder kann das da oben drauf? Da kann doch wieder keiner gießen. Mann. Es muss irgendwie so, dass es so hübsch aussieht. Ja, also eigentlich sollte das ja hier so dekorativ aussehen. Was ist, wenn ich das hier runternehme und dann hier so die Platzdeckchen hinmache? Kann ich das dann hier so links und rechts davon platzieren vielleicht? Oh, ich kann da sogar mein Läppi drauflegen. Na gut. Also sagen wir mal so, ich habe nicht sonderlich viele Möglichkeiten, hier eine Pflanze hinzustellen. Ich könnte halt diese Pflanze eher auf den Tisch tun, weil die ist nicht ganz so groß. Aber die passt halt nicht dorthin. Oder das ist ein Kaktus, braucht nicht viel Wasser. Dann tue ich das mal da oben drauf. Ja, weil gerade wenn ich jetzt hier Platzdeckchen kriege, dann geht das sowieso nicht anders, ne? Das ist auch nicht ganz mittig, habe ich das Gefühl. Ja, so. Na gut, dann sammeln wir hier auch noch Bierdeckel. Das kommt auch noch in die Mitte. Ja, genau. Wie viel wollen wir denn noch in die Mitte stellen? Oder so, auf den Rand vielleicht eher. Und dann machen wir eher so. Ah, ich finde, das ist ein bisschen besser. So. Weil dieser, der nimmt irgendwie so viel Platz weg. Und wenn man sich dann unterhalten will, dann sieht man sich gar nicht mehr. Das finde ich irgendwie nicht schön. Ach so, ich kann das ja sogar... Das könnte ich auch noch ein bisschen weiter nach rechts machen, ne? Gehört das eher so? Ja, ich glaube, so ist besser. Was? Nein! Hier kommt doch kein Toaster hin. Jetzt wollen wir doch veräppeln. Aber so finde ich, ist es in Ordnung. Also so kann man lassen. Hätte es zwar besser gefunden, wenn die Bücher alle beieinander stehen würden, aber irgendwie...
weiß ich nicht, fand ich jetzt generell nicht so passend. Hier kommt dann direkt der Toaster hin, weil hier ist ja auch eine Steckdose. Und vielleicht passt ja sogar der Wasserkocher auch noch daneben. Oh Gott, das sind ja sowas von viele... Oh, ich krieg's nicht mehr zu. Doch. Sowas von viele Schubladen. Krieg ich das auf? Nee. Hä? Nein, warum habe ich hier eine Welt? Welt. Die kommt noch da. Weg damit. Oh, dass ich... Nein, auf gar keinen Fall. Dann das hier aber daneben. Brotbackautomat. Man merke, der Brotbackautomat ist so groß wie der Toaster. Irgendwas stimmt da nicht mit den Proportionen, aber okay. So eine Schüssel kann immer weiter nach oben, würde ich sagen. Braucht man nicht ganz so oft. Das gehört wieder dazu, das kennen wir ja schon. Nudelholz irgendwo eher nach weiter unten. Ja, Sterne zum Backen. Hier noch so ein kleiner Lebkuchenmann. Das ist unsere Backschublade. Wo haben wir denn Becher? Wo tun wir denn mal Becher hin? Hier vielleicht. Na schön, hier machen wir so eine Becherregal. Eine Becherregal. Ein Becherregal, so heißt das. Wir ordnen das auch nochmal schön an. Kaffee. Vielleicht hier so hin. Eventuell kommt auch noch das Gewürzregal. Dann würde ich dann doch nochmal durchtauschen. Ist das jetzt was zum Kaffee machen? Weil wenn ja, dann tue ich das mal dahin. Die kenne ich, die nehmen wir auch mal mit. Wir haben einen Becher. Das passt dazu. Ach nee. Hehehe, das gehört ja zusammen. Dann werde ich wahrscheinlich eher das dahin stellen. Das muss irgendwo weg. Passt das in so eine Schublade? Natürlich nicht. Ja, dann entweder hier so rein. Schön weit nach hinten, weil das brauche ich eh nicht so oft. Da haben wir einen, was ist das? Ein Mond. Ja, ein Mond. Also da werde ich auch nicht weiter irgendwas anderes reintun, weil ich finde, das ist so unsere Backschublade und da kommen dann nur so Backsachen rein. Hey, Klopapier. Hallo? Oh, wir sind ja fast fertig. Krass. Ja, wo passt jetzt nochmal Klopapier hin? Vielleicht in das andere Badezimmer. Hier oben noch eins. Da. Ah, nice. Die Frage ist, wo waren wir gerade? Hier, ne? Das blinkt. Das ist immer ein guter Hinweis. Ja, das kann hier bleiben. Eventuell... Oh, schade, ich dachte, man könnte das da irgendwie so reinlegen. Aber nein, geht nicht. Ja, dann nach da oben. Erstmal Nudelsieb. Schade, dass man das hier nicht so stapeln kann. So intuitiv würde ich das entweder hier unten rein, da hinten so, oder eher da so rein. Aber vorher würde ich gerne das irgendwo hinstellen. Ja, das passt. Sehr schön. Dieser fette Topf wieder. Gerne hier so. Oh, nee, eine Pfanne auch noch. Oh, die passt da unten drunter. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das habe ich jetzt aufgenommen, aber ihr habt das Video noch nicht gesehen. Deswegen weiß ich immer noch nicht, was das sein soll. Weil es ist ja offensichtlich kein Aschenbecher, aber irgendetwas, was so gefiltert wird, was man übereinander stellen kann. Und ich weiß nicht, was es ist. Und ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll, weil ich nicht weiß, was es ist. Ich stelle es einfach nach da oben hin, weil ich nicht weiß, wofür ich das brauche. Und ganz oben ist dann ein Deckel drauf. Keine Ahnung, was das ist. Noch ein Handtuch. Ja, die machen wir einfach nebeneinander. Nein. Dann machen wir unterschiedliche Handtücher. Dann sagen wir, das eine Handtuch ist zum Hände abtrocknen und das andere für Geschirr zum Beispiel. Ach so. Oder aber wir hängen das dahin. Oder aber es kommt noch irgendwas anderes, was man da hinhängen kann. Vielleicht auch das. Hier eine Reibe. Da ist der Deckel. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nur Dekoration. Keine Ahnung. Was ist das denn jetzt schon wieder hier? Hä? Müllbeutel, ne? Müllbeutel, würde ich sagen. Vielleicht passen die ja sogar hier noch irgendwo dazwischen, weil die sind ja relativ schmal. Ich tue die einfach mal hier davor. Oh nein. Ach doch. Okay, hier hin. Weil sonst komme ich da gleich nicht dran. Huh. So, einmal Spüli bitte. Ich versuche mal Spüli noch... Eigentlich würde ich das gerne da oben drauf stellen, aber... Ja, komm. Ich glaube, hier kommt nämlich noch eine Spülbürste, Schwamm und solche Sachen. Und das muss ja auf jeden Fall auch nach oben. Ja, hier, siehst du, nämlich Schwamm muss da auch noch hin. Vielleicht tauschen wir das einfach mal durch. Der Schwamm nach da, Spüli nach da so. Ersatzschwämme. Ja, die können dann sonst nach da unten. Gläser. Gläser, vielleicht hier. Jetzt kommen die ganzen Soßen. Oh, das wird bestimmt viel werden. Könnte auch sein, dass hier vielleicht so ein Soßenregal nicht schlecht ist. Ich versuche es einfach mal. Ich gucke mal, was da so kommt. Eine komische Fischsoße oder was auch immer. Man wird wahrscheinlich einiges jetzt nicht mehr sehen. Ah, oh, nein, das würde ich so gerne oben drauf. Oh, guck mal, es geht ja sogar. Oben drauf stellen. Da, wo keiner mehr drankommt. Ja, Koala. Ja, Foto. Meine alten Fotos. Sind die eigentlich noch gut oder sind die langsam schon verblichen? Ist das mal jemandem aufgefallen? Nee, die sind immer noch gut, ne? Sieht genauso aus wie vorher. Tiki! Wie süß. Welches ist denn jetzt neu? Irgendwas ist, glaube ich, neu. Ist das neu? Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, da küssen wir uns. Moment, ranholen? Ja, guck mal. Ich glaube, das ist ein Foto von uns beiden. Oder es ist ein Kussfoto. Sind wir das? Sind wir das mit der roten Strähne? Ich glaube, ja. Guck mal, hier ist auch wieder eine mit einer roten Strähne und schwarzen Haaren. Ich muss gleich mal auf das Foto gucken. Warte, ich muss jetzt mal auf das Foto gucken. Ich will das immer nicht wissen. Wo war denn nochmal das Foto? Im Wohnzimmer? Nee.
Da, im Esszimmer. Hier, ranholen. Sind wir das hier? Es könnte sein, dass wir das sind hier mit den schwarzen Haaren. Und dass das unsere Schwester ist. Die ist wahrscheinlich etwas älter als wir. Mama, Papa. Und dann sind wir das hier mit den schwarzen Haaren. Haha, das wäre doch krass, oder? Noch mehr. Ich will jetzt noch mehr Fotos. Ich will mehr herausfinden über mich selbst. Ach, ist das eine Kerze oder ist das Honig? Ich dachte immer, das ist Honig, aber es könnte auch eine Kerze sein. Ich tue es mal nach da oben. Gar. Sugar. Ach so, gar. Ich dachte Garlic oder so. Aber nein, Sugar. Aha, aha. Noch mehr Gläser. Wir haben hier unten noch so viel Platz. Ach, das sind unsere Becher, ne? Ja, aber dann müssen ja eigentlich hier Becher zu Becher. Dann tue ich das vielleicht doch woanders hin. Oh nein. Nein, Schüsseln. Oh, ich habe noch ein Herz. Na, Nünana. Ganz schön viel zum Backen hier. Ach, mein kleiner Bus. Der muss hier eigentlich, wenn dann auch hier dazu, ne? Passt noch genau hin. Aber fehlt hier nicht irgendwas? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwas gefehlt hat. Vielleicht ist ja was runtergefallen. Eieruhr. Muss eigentlich hier hin irgendwie. Kann ich die sogar vielleicht da draufstellen? Aber nee, da brennt das an. Das mag ich nicht. Dann daneben. Ha, mein Schreibbrett. Das muss nach da oben wieder. Oder es geht sogar hier auf die Seite. Das finde ich auch okay. Warum ist denn jetzt der Wal hier? Nein, ich habe gedacht, das passt so schön im Nachbarraum. Aber es passt offensichtlich doch nicht. Na gut, dann machen wir Folgendes. Und zwar machen wir die nach hier oben. Dann kann man die von unten beobachten. So, beim Knutschen. Okay, es geht nicht. Vor der Welt cool. Genau so habe ich das gedacht. Das ist zum Umrühren. Theoretisch könnte ich das hier sogar... nee, kann ich leider nicht. Aber ich hätte es gut gefunden. Naja, wobei braucht man das hier beim Backen? Nicht wirklich, ne? Naja. Ja, naja, egal. Suppenkelle, das passt doch gut zusammen. Tja, das war jetzt mein Gedanke, dass ich das hier irgendwie reinstellen kann. Ich könnte natürlich mal testen, ob das funktioniert. Oder ich lasse es einfach hier so stehen, weil ich finde, das sieht auch ganz schick aus. Oder ich stelle es da rein. Oder ich stelle es da hin. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Oder ich stelle es da hin. Da sieht es nämlich auch hübsch aus. Wir haben hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen Platz für Töpfe, glaube ich. Ja, ja, genau. Das machen wir mal so. Hier kommen kleine Töpfe hin. Der passt noch davor, der kleine. Das ist ein Dosenöffner, der kommt daneben. Alles in Rot. Hier nochmal eine Knoblauchpresse. Einmal Eislöffel-Scoop, das hat sie ja mitgebracht. Und das können wir entweder hier oben draufstellen oder, falls wir noch viel Platz haben, da hinten hin. Ich weiß natürlich nicht genau, was jetzt noch alles kommt. Es sieht noch so viel aus. Ich glaube, ich stelle das jetzt mal da oben drauf. Normalerweise wäre es ja eigentlich hier drin, ne? Aber nein. Ha, genau. Davon hatte ich doch bestimmt noch einige, oder? Ja, das ist immer gut. Das kann man schön hochstapeln. Nein, das kann man nicht hochstapeln. Ah, habe ich denn nur noch einen von meinen Bechern übergehabt? Das ist ja komisch. Jetzt würde ich ja gerne eigentlich das nochmal wieder woanders hin tun. Kann ich das komplett hochheben? Ja. Ich tue das einfach nach da oben. Weil das gehört ja irgendwo auch zusammen. Dann lasse ich das vielleicht so. Da wird doch sicherlich noch mehr kommen. Ja, genau. Teller, wobei Teller zu Untertellern wären eigentlich noch besser. Ah, ich kann es auch komplett hochheben. Ja, das ist ja genial. Das vielleicht oben drauf? Nee. So, hier noch einer. Genau vier. Perfekt. Ja, entweder das da so hin oder man könnte es ja theoretisch auch darauf tun. Ah, nee. Okay, ich muss umdenken. Das muss leider hier rein. Weil, sieht einfach besser aus, ne? Jetzt ist es auch angeschlossen mit Strom. Okay, den braucht man halt einfach nicht so oft, deswegen stellen wir den jetzt nach da unten. Könnte man nicht vielleicht das Brett einfach davor stellen? So, kriegen wir die dann noch auf? Sieht eigentlich nicht so gut aus, ne? Oder da oben drauf, das wäre voll gut. Warum geht denn das nicht? Warum geht das denn nicht? Ich weiß, dass das geht. Besser, als dass es hier so rumliegt. Nicht schön, aber besser. Noch mehr. Ja, ich liebe das. Ah, der ist wieder von ihr. Vielleicht sollten wir ihr mal einen Namen geben. Ich habe noch keinen Namen für sie. Was ist denn das? Ich habe gar keine Ahnung. Hä? Habe ich das beim letzten Mal schon gehabt? Was ist das, Leute? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ihr wisst das bestimmt. Sag mir mal, was das ist. Wenn ihr mir irgendwas sagt, weiß ich gar nicht mehr, was ihr meintet. Wahrscheinlich. So, hier ein Kochlöffel. Eine Kochgabel. Eine Zange. Die würde ich eigentlich gerne hier dazu tun, aber passt nicht mehr. Dann holen wir die Sachen raus und tun hier diese Zange dazu. Ja, einfach, weil es schön aussieht. Und dann kommt das eben noch da. So. Streichhölzer. Tja, die müssten ja eigentlich ins Wohnzimmer, aber ich weiß nicht, ins Esszimmer hier. Ich weiß nicht, ob da noch so Platz ist. Hier oben vielleicht hin. Ja, komm. Ist auf jeden Fall besser, weil da sind ja auch die Kerzen. Spülbürste. Kann ich die da hinhängen? Nein. Ja, Spülbürste sieht auch einfach immer nur blöd aus, ne, wenn die so rumliegt. Salz, das braucht man halt, ne? Meine komischen Messlöffel. Noch mehr Messlöffel. Oh no. Jetzt habe ich gerade da die Spülbürste hingelegt. Ja, okay, das muss ja auf jeden Fall dahin, ne? Nein, mein Spüli! Ja, jetzt passt das natürlich. Darf ich denn mein Spüli überhaupt hier oben liegen lassen? Oh, ich glaube, ich muss das hier unten reinlegen. Ich tue die Spülbürste einfach in die Spüle rein.
habt ihr jetzt davon? Und Spüli passt davor. Das darf ich bestimmt nicht. Ah, ja, die kann ich aufhängen. Das ist ja süß. Okay, das finde ich gut. Noch ein Blech. Noch ein Blech. Und Backpapier. Entweder da. Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Oh nein, es kommen bestimmt gleich noch richtig viele Soßen. Ich habe gar keine Soßen. Aber ich könnte theoretisch auch hier die ganzen Soßen unten reinstellen, ne? Weil so thematisch gesehen, so mit Gewürzen, würde das ja eigentlich auch ganz gut passen. Oder das dazu. Ah, das passt ja sogar noch da rein. Oh. Ha, Gesundheit. Ich weiß nicht, wofür das sein soll. Zum Blumen besprühen? Also jetzt wird es aber wild hier unten. Das sieht dann nicht mehr hübsch aus. Muss man vielleicht nochmal umdenken wieder. Ist das ein O? Ach ja, stimmt. A, E, I, O, U. Aha. Ach, mein Kackehaufen ist auch wieder da. Und die Blümchen. Ich mag die Blumen. 0, 1. Ach nee, das ist ja ein O. Ein ist gleich. Ist gleich 1. 2 ist gleich 1. Oder auch nicht. Plus. Ah, das ist doch eher die Kaffeemaschine. Oh. Kann ich das durchwechseln? Nee, oh, das passt hier gar nicht hin. Aber da würde das hinpassen. Dann vielleicht dazu. Oh, ein Messerblock. Ja, aber den würde ich sogar tatsächlich nach draußen stellen. Weil den braucht man ja eigentlich generell, wenn dann so. Messern, dann Pädelöffel, kleine Löffel und wo sind meine Gabeln? Nicht da. Schade. Wasser. Oder Flasche. Weiß nicht genau. Sie hat von Anti-Hero. Hat sie jetzt auch noch so eine Trinkflasche. Die hatte sie beim letzten Mal noch nicht, ne? Ich würde eigentlich voll gerne hier auch so das Öl hintun. Vielleicht tue ich dann doch den Kaffee weg. Weil das Öl brauchen wir ja eher hier. Ich glaube, ich stelle den mal dazu. Essig. Dann doch das vielleicht auch woanders hin. Man braucht das ja nicht so oft, ne? Vielleicht dann doch eher so. Ah, ich habe doch bestimmt noch eine Schublade, oder? Nee, habe ich nicht. Doch, hier habe ich noch eine Schublade frei. Ja, super. Ja, dann machen wir doch das weiter hier. Dann tun wir hier wieder die Gewürze hin. Oh mein Gott, ist das fett. Passt es vielleicht dahin? Ja. Ha, ich bin ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde hier. Salz, Zucker. Ja, Salz, Zucker. Würde ja nebeneinander passen, ne? Was ist denn eigentlich mit Pfeffer? Habe ich gar nicht. Haben wir hier noch Löffel? Ach nee, jetzt sind ja Gabeln. Upsi. Ja, das haben wir fertig. Dann haben wir noch ein A. Dann haben wir noch ein I. Ah, E fehlt noch, ne? Noch eine zweite Blume. Ah, da ist ja mein E. Und genau, die 3. Eigentlich muss ja die 3 dahin. 1, 2, 3. Oh, sieht auch hübsch aus. So, und ein Herz. Ja, hier muss das Herz hin, weil das ist ja hier unser Pärchenfoto. Fertig. Oha. Das darf da nicht liegen? Okay, dann tun wir das hier rein. Das geht. Ich habe trotzdem nicht alles richtig. Was? Aber das darf immerhin da sein. Okay, also finde ich, ist in Ordnung. Kann man so lassen erstmal. Dann gucken wir mal weiter. Hier. Hört das? Wieso darf das denn da nicht sein? Hä? Das muss da oben hin? Aber dann habe ich doch hier voll viel Platz. Was soll ich denn da? Dann tue ich den da hin. So. Okay. Das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass das da nicht hin darf. Das ist alles richtig, das darf da stehen. Weiter. Ist hier irgendwas verboten? Haha, guck mal, habe ich auch alles gut gemacht. Wir lernen ja dazu, oder? Ach, das darf hier nicht sein. Hallo, ich habe gedacht, das könnte man ja hier so. Das könnte doch passen. Naja, immerhin. Hier ist komischerweise alles richtig. Wenn, hätte ich gedacht, dass hier irgendwas nicht stimmt. Oha, das darf da nicht hin? Hä, und das darf da auch nicht hin? Okay, da muss ich gleich nochmal gucken. Also das ist ja wirklich, oha, Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist richtig. Das darf da auch nicht drauf. Warum nicht? Hä? Okay, dann versuchen wir mal Folgendes. Wir versuchen das. Das ist in Ordnung. Aha. Dann, ja, dann kommt noch das noch da. So. Und das nach hier, weil dann arbeiten ja vielleicht gerade damit. Dann kann man die ja so, die ist ja kabellos, die kann man dann so zur Seite legen. Und das kann ja dann theoretisch auch hier rein. Also das ist jetzt alles richtig. Kann jetzt hier so liegen bleiben. Jetzt fehlt nur noch, glaube ich, das hier. Aber was ist denn hier? Ich weiß es nicht. Irgendwas muss in die Tasche, glaube ich. Das da? Hä? Hä? Das muss da oben rein? Hä? Also das muss da oben drauf, ja? Das ist okay. Das darf sogar auf dem Fußboden liegen. Fast zum... Ich bin ja völlig verwirrt jetzt. Der darf bestimmt dahin. Hallo, nicht dahin. Da? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Das darf einfach irgendwo liegen. Das darf dahin, aber das nicht. Ach so, wahrscheinlich, weil das Baby da nicht liegen kann dann. Also theoretisch können wir das alles überall verteilen, so wie wir wollen. So, dann mache ich das dahin. Und wenn ich das jetzt hier fertig habe, dann ist es okay. Das ist sehr interessant jetzt, dass das auf dem Boden liegen darf. Nee, wenn, dann möchte ich das auch daneben legen. Ich hätte das sinnvoll gefunden da. Also, wir sind fertig. Ich klicke mal drauf. Ein Sticker. Nämlich. Wie heißt der Sticker? Wir freuen uns sehr, dich kennenzulernen. Oh. Zu Hause ist es am schönsten. Das ist der Erfolg.
gucke natürlich nochmal, wie der hier heißt. Die haben wir jetzt alle voll. Aha, aha, aha. Den haben wir neu gekriegt. Flauschige Freunde. Der ist neu. Zu Hause ist es am schönsten. Und babylonische oder babylonische Bauklötze. Aha. Also die sind auch alle voll. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt hier dazwischen noch fehlt oder ob das jetzt später alles noch kommt, ne? Aber es war auf jeden Fall sehr lang, aber sehr aufschlussreich. Da werde ich jetzt ordentlich schneiden müssen, denke ich mal. Wunderbar. Wir erwarten Nachwuchs. Wir wissen noch nicht, was es wird. Wir wissen nicht, wer es bekommt. Was kann ja sein, dass es beide kriegen. Wir wissen nicht, wer der Vater ist. Naja, mal gucken. Ich sehe auch nicht, dass wir geheiratet haben, weil es gab keine Hochzeitsfotos oder irgendwas, sondern es ist wahrscheinlich nur meine Freundin bisher. Okay, Leute, ich muss euch was sagen. Ich wollte gerade noch die nächste Folge aufnehmen von Unpacking, ja? Und mir fällt auf, das Spiel ist jetzt vorbei. Gut, dass ich das jetzt noch nicht hochgeladen habe. Jetzt kann ich euch schon mal erzählen. Das war wohl die Geschichte. Und jetzt sehe ich gerade das Bild von uns beiden. Und ich wollte noch ein bisschen aufklären, ne? Weil ich hatte ja jetzt erst die Kommentare gelesen von dem letzten Video. Und das, was ihr jetzt seht, stimmt, da gibt es ja sowieso noch keine Kommentare zu. Weil, kurze Info, heute ist ein anderer Tag. Aber das, was ich jetzt wahrscheinlich hier feststellen kann, guckt euch mal das Bild an. Ich glaube, das sind wir. Weil, wenn ich das so richtig gesehen habe, wir hatten ja dunkle Haare. Und die andere, unsere Freundin, ist ein Asia-Fan, so wie ich das von euch gelesen habe in den Kommentaren, weil die hat dieses Dim Sum. Oh mein Gott, es tut mir so leid, ich habe gar keine Ahnung davon. Aber das benutzt man wohl irgendwie, um Sushi zu machen. Und das andere, das Brotbackautomat, war ein Reiskocher. Also komplett verkehrt, was ich da alles erzählt habe. Aber kann ja sein. Also für mich wäre es halt ein Brotbackautomat gewesen, weil ich habe selber einen Brotbackautomat und es sah so ähnlich aus. Ja, und das würde natürlich auch passen mit dem Asia-Fan, weil sie hatte dieses lustige Kuscheltier, ne? Dieses lange, dieses, was ich da ins Bett gelegt habe. Sie hat das ja nicht dahin gelegt, ich habe es dahin gelegt. Das sind ja diese, ich glaube, das sind nicht unbedingt so Squishy-Dinger, aber die sehen so ähnlich aus. Wobei, Moment mal, ich gucke hier gerade hin und ich sehe hier, guck mal, das ist doch unsere Ukulele. Hä? Sind das doch wir? Nein, oder? Ich bin der Meinung, dass wir das Mädchen hier waren. Oder aber, wir kannten sie schon die ganze Zeit. Das könnte auch sein. Oh, ich würde jetzt am liebsten rückwirkend nochmal alles spielen, um rauszufinden, was ich damals alles übersehen habe. Aber das ist unser letztes Haus, wo wir hier wohnen. Mit den kleinen Blümchen. Hier ist noch die Blumenerde. Vielen Dank, dass du mich auf meinem Weg begleitet hast. Oh, ich wünschte, es gäbe noch einen Teil. Ich werde das jetzt nochmal für euch machen, dass ich auf ein weiteres Buch klicke, weil ihr ja gesagt habt, guck doch bitte mal, was passiert. Ich vermute einfach nur, dass ein anderer Speicherstand ist. Wenn nicht, dann yay. Dann freue ich mich sehr. So, hier haben wir jetzt die unterschiedlichen Bücher. Ich klicke mal auf das rote. Ich bin sehr sicher, dass das ähnlich wird. Sanzi. So, ich glaube, jetzt geht's von vorne los. 1997. Ja, okay. Das heißt, es sind unterschiedliche Speicherstände. Also, ja, es geht leider nicht weiter. Hier fehlt uns unglaublich viel. Also, puh, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie noch was kommt. Weil sonst habe ich echt viel verpasst. Aber ich drücke einfach mal hier drauf, oder? Kann ich hier was machen? Aha, okay. Ich glaube, das ist jetzt der Abspann. Unpacking. Und ich bin so mega traurig, weil ich das so gerne weitergespielt hätte. Und es ist einfach so, es war für mich so schön und so entspannt. Und ich hatte mich tatsächlich heute so gefreut. Ah, jetzt können wir hier nochmal gucken. Ist das sogar das, was ich gemacht habe? Oder ist das das, wie ich das auch aufgebaut hatte? Ich glaube, ja. Da sehen wir nämlich nochmal so ein bisschen den Rückblick, was da alles passiert ist. Es ist so schade, dass es jetzt vorbei ist. Warum macht man denn nicht das komplette Leben? Also so bis, wenn die halt auch alt werden oder so. Und das hätte ich irgendwie voll schön gefunden, wenn das noch weitergegangen wäre. Schade. Da ist wieder das Bild von unserer Family. Naja gut, dann tut es mir sehr leid. Dann muss ich mich ja jetzt schon verabschieden mit dem Spiel. Also nicht von euch. Ne? Wir bleiben natürlich trotzdem im Kontakt. Es gibt ja sehr viele andere schöne Spiele. Vielleicht habt ihr auch eine wunderschöne Idee für neue Sachen oder für ein Spiel, was so ähnlich ist. Ich kenne leider gar nichts, was dem ähnelt. Aber eventuell wäre ja auch mal so ein storylastiges Spiel ganz schön. Es gab ein Spiel, was ich irgendwie auch recht cool fand, was ich auch nur mal ganz kurz angefangen hatte, weil ich irgendwie dachte, ich könnte das halt let's playen. Life is Strange, das war's, genau. Ist inzwischen natürlich schon relativ alt und deswegen weiß ich auch nicht genau, ob das jetzt so Sinn macht, aber es war so super schön entspannt. Naja, sehr, sehr schade, dass es jetzt vorbei ist. Trotzdem natürlich, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal mit einem anderen Spiel. Oh, Spieltester. Oh, das wäre ich ja gerne gewesen. Spieltester. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. When there's no more light, there is